Bazar, guck mal hier durch. Hallo. Das ist kein Bazar hier. Einige waren schon lange nicht shoppen. Das ist kein echter. Claudio. Hallo ihr Lieben. Hi, herzlich willkommen zu DIY-Inspiration. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns was richtig, richtig Cooles überlegt. Eigentlich ist das was wir, wo wir immer schon von geträumt haben. Mhm. Hier machen wir heute unseren eigenen Bastelladen auf. Yep. Und zwar hier bei mir im Studio. Ich habe hier noch ziemlich viel Platz in den Fächern. Und wir haben gerade einfach schon mal ein paar Sachen zusammengesucht. Sachen, die wir selber gebastelt haben. Bastelmaterialien. Und das wollen wir alles jetzt hier so gleich schön anordnen. Und ja, mal gucken, ob jemand in unseren Bastelladen kommt und vielleicht was kaufen möchte. Ich bin sehr gespannt schon. Das Gute ist, du hast ja noch so viel Platz in den Regalen. Genau, ne? Ich habe ja noch so viel Platz, deswegen wollen wir das heute nutzen. Hier vorne ist ja auch der Tisch. Da haben wir auch noch ein paar Sachen. Also da liegt auch schon einiges, was wir so verkaufen. Wir haben schon ein bisschen rausgekramt. Zum Beispiel so eine Kramkiste. Da können wir vielleicht irgendwie alles, was hier drin ist, Stück 50 Cent oder so. Oh ja, das ist eine gute Idee. Genau, und dann haben wir auch Muttertagsgeschenke hier. Also vielleicht braucht ja noch jemand ein Geschenk für seine Mama. Und wir haben sogar hier noch so einen komplett neuen Funko Pop, der noch nicht designt wurde. Wir haben verschiedene Stifte, Stempel. Wir haben einfach so. Wir haben so viel Kramzeug, ne? Und wir können ein bisschen Material verkaufen, ein paar fertige Sachen. Wie wollen wir das denn so anordnen? Genau, vielleicht so einfach, wo so selbstgemachte Sachen. Ja, genau, das finde ich gut. Und wir könnten nach oben immer jeweils so Preise dran schreiben. Ja, genau, mit Washi-Tape. Genau. Ja, wir haben gute Ideen. Ja. Wir können ja gleich noch so einen kleinen Tisch holen, wo wir dann diesen Kram. Genau. Dann machen wir so eine Kram-Ecke. Diesen Tisch hier mit den echten DIY-Sachen vielleicht machen. Genau, das ist eine gute Sache. Dann können die direkt so, haben so direkt schön was im Blick. Kommt hier vielleicht so gleich einfach mit Pappen. Fangen einfach schon mal ein bisschen an, ne? Wir müssen gleich auch erstmal ein bisschen Werbung machen. Also wenn wir fertig sind, müssen wir so ein paar Fotos machen vielleicht. Oder wir machen ein kleines Video. Ja. Und dann können wir das ja rumschicken. Ich würde sagen, da können Sticker rein und vielleicht noch ein bisschen Washi-Tape, oder? Ja, der ganze Korb ist auch noch voll. Das sind so lustige Mixbags. Ich stelle hier einfach das Glas mit den Washi-Tape-Rollen hin. Ich hoffe nicht, dass sie komplett und dahinter alle weg sind, aber... Genau, das würde ich sagen, ist so ein bisschen Wassermaterial. Das kommt vielleicht dazu. Ich gebe mal ein bisschen was an. Hier sind noch mehr. Hier ist noch so ein Geburtstagskalender. Ja, den habe ich mal gebastelt. Ah, ne? Perfekt. Ich mache mal die Kerzen vielleicht hier oben. Die habe ich gefunden, weil ich dachte, wenn man was basteln möchte, dann kann man da was drum kleben oder so. Oh ja. So als Inspiration. Genau, hier sind noch ein paar mehr Muttertagsgeschenke. Was hältst du davon, wenn wir da steht, dass wir da so eine Muttertagsgeschenke-Ecke machen? Sehr gut. Können wir dann unsere Kunden darauf hinweisen? Genau. Dort gibt es Muttertagsgeschenke. Was hältst du davon, wenn wir das hier auch noch als Muttertagsgeschenk verkaufen? Perfekt. Ich mache hier einfach so ein Herzchen drauf. Nicht, dass sie meine Kakteen kaufen wollen. Nee. Aber hier können wir auch noch ein paar Die Kakteen drauf. Sind nicht zu verkaufen. Hier gibt es noch auch so ein paar Kleinigkeiten vielleicht. Selbstgemachte Decke. Die fällt vor der Wand so überhaupt nicht auf. Ich glaube, die braucht auch ein eigenes. Die würde sehr gut hier reinpassen, tatsächlich. Falls sie nicht verkauft wird, vielleicht kann Vielleicht kann Kathi sie verkaufen. Weil ich habe hier noch so ein Glas. Da tue ich jetzt einfach mal die Stifte rein. Ne, mit den Pflanzen hier vor so. Mit den Pflanzen davor. Und das E kommt auch zu den Muttertagsgeschenken. Ja. Falls eine Mama mit E heißt. Daumen drücken! Hier haben wir Pappen. Das sind alle möglichen Pappen und auch nochmal Sticker. Sticker können wir nochmal hier da so mit hinlegen irgendwie. Können vielleicht hier so ein bisschen drunter, so seitlich. So vielleicht. Ja. Perfekt. Vielleicht können wir dann da so. Vielleicht so ein bisschen versetzt. Ach ja, das ist eine gute Idee, dass man dann auch schon verschiedene sehen genau. kann. Genau. Ne? So ein bisschen gestaffelt. Man kann ja von beiden Seiten einkaufen bei uns. Guck, Eva, guck mal durch. Ich komm mal rum, da fällt mir schon die Hälfte runter. So, dann kann man sie so rausziehen. Ja, voll Knoll. Vielleicht, dass wir die dann hier noch so neben machen, weil das passt dann so thematisch, ne? Ja, ich habe hier Stadtlandeinhorn. Mhm. Genau, da oben ist dann so das Wolfbach, ne? Vielleicht kommen die ja auch hier rein und haben irgendwas Bestimmtes, was sie suchen, ne? Genau. Und dann können wir die auch beraten. Wir wissen ja, was wo liegt. All you need is love, das geht auch für Muttertag, ne? Genau, oder da hinten die selbstgemachte Ecke, ne? Stimmt. Das ist nochmal so ein Set irgendwie mit Farben. Ich würde sagen, das zählt hier als Bastelset. Ja, wir brauchen noch eine Kasse, wo wir Geld reinlegen können. Entweder Geschenkpapier, wo wir Geschenke verpacken können, zum Beispiel für Muttertag auch. Das ist ja auch ein Service, oder den wir halt anbieten. Genau, ein Service. Und wir könnten vielleicht noch so kleine Tüten oder so basteln. Ja. Falls jemand was kauft, dass wir das dann so in den Tüten mitgeben. Und dann können wir spontan aus dem Geschenkpapier Tüten basteln, je nachdem wie groß das ist. Das klingt sehr, sehr gut. Ja. Wollen wir vielleicht, können wir jedem Kunden noch ein kleines Häschen. Hattest du nicht eben noch so eine Tüte, wo noch so ein paar Sachen drin war? Habe ich die denn? Ich muss sie holen. So, wir haben unsere Regale jetzt noch richtig gut ausgestattet und guck mal, wen wir hier haben. Hallöchen! Eva und Kathi, die kann man natürlich heute nicht kaufen. Herzlich willkommen, bitte einzeln eintreten, habe ich hier schon aufgehängt. Und ja, wir gucken gerade mal so nach den Preisen. Eva, was wollen wir denn hier für Preise machen? Hier in dem Regal, guck mal, hier steht schon 2 Euro dran. Wollen wir dann sagen, Stück 2 Euro? Stück 2 Euro, ja.
Dann nehmen wir mal 2 Euro. Ich würde sagen, die selbstgemachten Sachen sind natürlich teurer. Ja, weil das sind ja Unikate, ne? Richtig. Also, da würde ich mindestens 5 Euro sagen. Genau, die würde ich aber sagen als Set. Das sind ja so oft, ja, wo man so Notizzettel dran hat. Aber da kann man das ja, wir können ja die Leute noch beraten. Hm. Kann man den hier so durchstecken? Also wenn jemand eine Halterung für Preise braucht. Oder vielleicht die beiden so zusammen. Perfekt, ja, hält. Genau, hier Stück 50 Cent. Ne? Ja. Und viele Sachen sind natürlich auch auf Anfrage. Mhm. Genau. Da haben wir 2 Euro hier Wolle. Ja, die Decke ist natürlich ein bisschen teurer. Das ist ja, ja auch eine Unikate, würde ich sagen 10 Euro, oder? Ja, bestimmt. Die Wollknolle Stück 2 Euro. Mhm. Oder? Ja. Ist ein guter Preis. Ja, wir wollen ja auch unsere Kunden nicht verjagen. Wollen wir? Nein. Die sollen ja auch gerne wiederkommen. Richtig. Aber dann bastel es jetzt. Ich würde sagen 3 Euro. Alles nur Stückpreise. 3 Euro. Hänge ich dann mal hier unten so dran, ne? Ja. 3 Pappen kosten 1 Euro. 1 Euro? Ja. 4 Pappen 1 Euro finde ich gut. Und bei allem anderen können wir ja machen auf Anfrage. 4 Euro? Mhm. Okay. Also ich finde, wir haben wirklich eine hervorragende Auswahl. Ach so, und wir haben mittlerweile auch eine Kasse, ne? Ja, das ist unsere Kasse. Einen kleinen Koffer. Die Melonentasse. Ich wollte jetzt mal gerade in meinem Portemonnaie gucken. Wir brauchen ja wahrscheinlich Wechselgeld. Ja. Ich werde mal schauen, ob ich ein bisschen Kleingeld da habe, damit wir was zum Wechseln haben. Das ist sehr vorbildlich. Wir bereiten uns heute richtig gut vor darauf. Ich zeige es euch mal von der anderen Seite. Weil bei uns kann man nämlich in dem schönen Kallax-Regal von beiden Seiten einkaufen. Genau, man kann sich dann so richtig umsehen. Ne? Ich habe hier jede Menge Kleingeld in meinem Portemonnaie. Perfekt. Obwohl, da ist sogar was dabei. Das ist gar kein Euro. Keine Ahnung, wie das hier reinkommt. Ja, mach da mal ein Schild dran, unverkäuflich privat. Und dann starten wir uns gleich mal das Handy und machen einen kurzen Werbefilm. Genau. Alles, was hier in diesem Bereich hinter der Tür ist, ist privat. Okay, gut. Ich hole mal gerade mein Handy raus. Ja. Und ich starte mal ein Video. Wollen wir hochkant, quer? Was meinst du? Ja, ich würde sagen, wir verschicken das ja per WhatsApp. Ich glaube, dann ist es tatsächlich egal. Ja. So, Video. Ich kann zu dir. Wir machen jetzt einfach ein bisschen Werbung, ne? Mhm. Und laden halt erstmal unsere Freunde dazu ein und hoffen, dass dann auch noch mehr Kundschaft kommt. Ja. Hallo! Hi ihr Lieben, wir haben eine Ankündigung. Genau, wir haben ein eigenes Bastelgeschäft. Hm. Ihr seid alle herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen. Wir haben Bastelmaterialien da, wir haben selbst gebastelte Sachen. Also ganz wichtig, Muttertagsgeschenke. Made by AEV und Made by Kati. Mhm. Muttertagsgeschenke sind dabei. Wir würden uns total freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ihr seid ganz, ganz herzlich eingeladen. Bis gleich! So, wir gucken noch mal uns das Video hier an. Achso, wir haben gar nicht gesagt, wo das Geschäft ist. Wir schreiben es dabei. Das kommt, wir schicken das per WhatsApp. Genau, und es kommt so in die Unterschrift mit rein. Ort, Kati Studio. Okay, gut. Dann müssen wir mal schauen, wann die ersten Gäste kommen. Also meiner Erfahrung nach ist René tatsächlich ein sehr eifriger Kunde. Ein sehr neugieriger Mensch wahrscheinlich. Ein sehr neugieriger Mensch und eifriger Kunde. Der war immer bei unseren anderen Stores der Erste, der gekommen ist. Ich habe eine Idee. Wir machen schon mal die Tür hier auf. Mhm. Dann vielleicht so ein bisschen so zu, damit die das erstmal hier lesen. Ui, da ist schon die erste Figur umgefallen. Das tut mir leid. Und dann mache ich, wenn ich jemanden sehe, dann die Tür auf, okay? Mhm. Dann warten wir mal, ne? Eva, ich höre das schon was. Ich glaube, wir haben jetzt echt eine Weile gewartet. Ja. Habe ich wieder recht und René ist unser erster Kunde. Hallo! Oh. Hi! Herzlich willkommen! Dankeschön! Herzlich willkommen, bitte einzeln eintreten. Du bist ja alleine da. Ja. Dann mache ich das so. Wie haben Sie von uns erfahren? Über WhatsApp habe ich erfahren. Da haben die digitale Einladung bekommen. Super. Ja, beste Verkaufsstrategie. Eine Sekunde später stehe ich dann hier auf der Matte. Wir haben hier verschiedene selbstgebastelte Sachen, aber auch Bastelutensilien, falls du mal selber was basteln möchtest. Und wir lassen das auch hier als Geschenke verpacken, direkt vor Ort, also von uns selbst. Ja, du musst erstmal dir was aussuchen, was wir dir dann einpacken. Danke. Das Geschenkpapier steht nicht zum Verkaufen, es ist nur zum Verpacken. Du kannst auch mal weitergehen, vielleicht hast du ja auch Lust, ein Muttertagsgeschenk zu kaufen da hinten. Also wir haben hier eine kleine Muttertagsboutique aufgebaut. Dann schau ich mir das mal an. Es gibt hier Blumen. Wir könnten das auch für ihre Mutter noch persönlich beschriften. Wann ist denn nochmal Muttertag? Am 9. Am 9.5. Sieht sie mir René? Die siehst du René immer. Dann ist das eine gute Idee. Dann nehme ich davon schon mal was mit. Ich würde Ihnen diese Blumen empfehlen. Ja. Die kosten 5 Euro. Mhm. Haben Sie Geld mitgebracht? Nächste Frage. Muss ich mir nochmal überlegen. So, dann schau ich hier nochmal vorbei. Ja. Wir haben hier heute ein paar Special-Angebote. Und für so gute Kunden wie Sie. Das höre ich natürlich gerne. Dann komme ich da definitiv drauf zurück. So, ich schaue hier auf jeden Fall bei die Sicker-Nummer. Der Einhaus-Sicker, den stecke ich mir natürlich gleich ein. Wenn Sie 5 Stück 2 Euro, können wir auch machen. Packen wir direkt 5 Stück ein. Also was ich Ihnen sehr empfehlen kann, sind auf jeden Fall diese Glitzerstifte hier. Ja, die nehme ich natürlich auch. Sehr gut. Wie teuer waren die nochmal etwa? 5 Euro. Jedes Mal, wenn wir hier über Geld zu sprechen kommen, verzieht der Kunde ein bisschen das Gesicht. Ja, yeah, okay, schauen wir erstmal weiter. Zum Thema Geld kommen wir nachher. Ein bisschen spionieren. Beim Shoppen.
Aber ich halte besser mal Abstand von Sachen, wo ich was selber machen muss, weil bei was, dann bin ich definitiv... Oh, ich nehme lieber so Sachen, die schon fertig sind, wie hier die Sticker da. 4 Stück, 1 Euro. Ah, sag ich natürlich nicht nein. Dann nehme ich, glaube ich, 4 mal... Kann ich die einfach so rausreißen? Die können die einfach rausreißen, einfach abreißen. Dann nehme ich da Nummer 2. Kunde hat einen extrem guten Geschmack. Bei den Sachen, die sitzen, kann man nur einen guten Geschmack haben. Oh, kaputt gerissen! Kaputt! Ja, das ist aber, dann müsst ihr es kaufen. Was sie kaputt machen, wird gekauft. Ja, das kaufe ich jetzt natürlich. Einmal die Stifte. 5 Euro. 5 Sticker. 2 Euro. 8 Euro mit dem Papier und die Blumen haben 5 Euro gekostet. Nochmal 13, ich würde sagen, wir können auf 12 runtergehen. Dann schauen wir mal nach. Oh. Geld vergessen oder was? Tschüss. Ich würde sagen... Das war ein ganz schlechter Scherz. Das ist eine ganz schlechte Nummer. Wollen Sie bei uns arbeiten vielleicht? Das ist eine gute Idee. Oder wir können das für Sie reservieren, können das hier gerade zurücklegen und Sie kommen dann einfach nochmal wieder. Ja. Ich habe noch eine bessere Idee. Ich nehme das einfach mit, komme dann später nochmal wieder zum Bezahlen. Sie können einen Pfand da lassen. Haben Sie ein Handy oder so dabei? Eva macht das ganz professionell, ja. Super. Was ist mir wichtiger, mein Handy oder diese Blume? Natürlich klare Sache, dass die Blume wichtiger. Fantastisch. Wir machen gerne mit Ihnen Geschäfte. Ihr Handy ist hier gut verwahrt. Wenn Sie 12 Euro bringen, dann bekommen Sie es wieder. Ja, ich glaube, die bringen besser jetzt noch vorbei. Gut. Okay, aber trotzdem schön, dass Sie da waren, auch wenn Sie kein guter Kunde sind. Das glaube ich aber schon, wenn ich ein Handy da lasse als Pfand. Ja, okay, gut. Ja. Entschuldigung, das nehme ich zurück. Sie haben da was verloren. Oh, den Zigaretten habe ich natürlich. Nehmen Sie Ihre Sticker mit. Vielen Dank. Dann gehen wir auf den Weg. Sehen Sie uns weiter. Eva, und wie meinst du, wie ist das gelaufen? Gut, wir haben ein Handy bekommen. Ja, okay. Eva, ich habe das Gefühl, da ist schon eine Kundschaft vor der... Ach ja, hallo. Genau, ich hatte da was gehört schon. Okay, ja. Herzlich willkommen. Hallo. In unserem neuen Bastelshop. Genau. Sie können sich gerne ein bisschen umsehen, ein bisschen stöbern. Wir bieten Bastelprodukte an. Wir bieten aber auch wirklich selbstgemachtes, also was von uns gebastelt wurde, an. Wir verpacken auch Sachen individuell. Deko-Geschenke. Wir haben eine eigene Muttertagsboutique aufgebaut. Genau, in der Ecke sind die Muttertagssachen. Bastelmaterialien aller Art. Wir haben eine schöne selbstgestrickte Decke. Kennen wir uns jetzt auch nicht eigentlich? Ich kenne bin Felix. Regelmäßig Kunde. Und ich weiß, dass Felix gerne häkelt. Stimmt das? Felix? Ja, ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Genau, und da könntest du zum Beispiel hier in der Ecke ein paar schöne Wollfarben finden. Ja. Ne, die Farben kostet nicht zu verkaufen, aber sie können... Das finde ich cool. Das kostet aber ein bisschen mehr, das kostet 10 Euro. Aber da ist doch gar nichts drauf. Ja, das können Sie selbst gestalten. Habt ihr denn auch was, womit ich das gestalten kann? Ja, in der Stiftecke können wir doch hier ihm noch Stifte mit anbieten. Wir haben auch fantastische Gesichtsfarben. Ja, aber das hält darauf. Das hält darauf wahrscheinlich. Wir können ihm aber da diese Stifte anbieten. Ich glaube, diese Marker da hinten könnten funktionieren. Die Marker funktionieren bestimmt und dann haben wir fantastische Dekorationskits. Soll das ein Geschenk sein? Nee. Den will ich selber bemalen. Kann ich Ihnen empfehlen? Die kosten 5 Euro. 5 Euro? Also wir wären jetzt bei 15 Euro. Ja. Wieso kostet das denn 10? Finde ich ein bisschen übertrieben. Wir können auf 8 runtergehen. Ja gut. 8! Okay. Das ist hier kein Basar, Leute. Das ist kein Basar hier. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich glaube 13. Ah, okay. Ja komm, wir machen. Das ist ein Budget. Das machen wir, geben wir für 13 raus, diese beiden Sachen. Okay, die beiden. Dann kann ich nicht noch mehr kaufen. War schon der andere Kunde da, der immer so viel Geld hat. Also der meistens für mich bezahlt. René war tatsächlich schon hier. Der hatte aber überhaupt kein Geld, weil der hat sein Handy als Pfand hier gelassen. Ja, und das ist ja für uns ganz praktisch, weil ein Handy ist ja mehr wert als 12 Euro. Oder richtig. Was musst du denn noch bezahlen? 12 Euro hat er bezahlt, der hat uns tatsächlich sein Handy hier gelassen. Du darfst dir 2 Sticker zusätzlich aussuchen. Oh ja, das finde ich gut. Wir sind schon mega runtergegangen mit dem Preis mit den 13 Euro. Jetzt darf er sich auch noch Sticker aussuchen. Hat mir leid getan. Ich finde das nur fair. Geschäftswelt. Also, eins gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und zwar merke ich, Eva, die Kunden verweilen gerne. Genau. Das sind keine Sticker, sondern so Aufnehmer. Ja, Patches. Das wissen wir. Gelten die auch? Ja, auch die. Auch die. Da darfst du dir auch 2 von nehmen. Ja, okay. Ich habe nämlich noch eine Jeansjacke, wo die draufgenäht werden könnten. Okay, gut. Ich kenne da jemanden, der macht das ganz gerne. Das ist gut, dass du da jemanden kennst, der das tut. Fantastisch, soll es eingepackt werden? Ich möchte mir trotzdem nochmal alles ganz kurz anmachen. Nee, will das ja selber machen. Ja, so. Schnell. Die fühlen sich hier richtig wohl. Die Atmosphäre ist richtig schön. Ja. Joghurtte können wir leider nicht anbieten, aber einen Hasen. Ein Gummibonbon. Ah ja. Dankeschön. 10. 10, unser erstes Geld tatsächlich. Super. Fantastisch. Also kommen Sie gerne wieder, wenn es Ihnen gefallen hat, oder kommen gerne wieder. Wir duzen uns ja und empfehle den Laden auch gerne auch weiter. Ja. Du kannst auch das Video, was wir geschickt haben, wo auch immer teilen, also mit deiner WhatsApp-Gruppe oder so, mit deiner WhatsApp-Liste. Ja. Mal gucken, wie lange sich unser Laden hält, wenn unsere Kunden alle so sparsam einkaufen. Och. Tschüss. Wir haben 13 Euro verdient.
Ja, gut. Es wird. Hallo. Ich sehe gerade, hier ist die nächste Kundin. Hallo. Hallo, Danja. Mir wurde gesagt, ich kann bei euch einkaufen. Ja, ich würde dir das auch noch mal kurz erklären. Wir haben ein paar Sachen, die wir selbst gebastelt haben. Mhm. Hier ist so eine Kramkiste, da kann man sich für ein Stück 50 Cent was raussuchen. 50 Cent? Ja. Mhm. Boah, ich würde mir ja arm. 50 Cent? Warum denn? 50 Cent ist doch so teuer für ein Sticker? Das ist ein so guter Preis. Ein Sticker? Sehr guter Preis. Guck mal, wie schön der ist. Okay, erzähl erst mal weiter. Man merkt, einige waren schon lange nicht shoppen. Ich erkläre mal weiter. Ja. Vielleicht soll ich unsere Kunden nicht verärgern. Man kann Bastelmaterialien kaufen, wir verpacken auch Geschenke und da hinten haben wir eine Muttertagsboutique. Eine Muttertagsboutique? Ja. Ja, ich dachte, ich kaufe heute hier was, aber ich bin noch nicht so richtig überzeugt. Was suchst du denn? Ich suche gar nichts. Ich habe da was entdeckt. Das finde ich ist voll dein Ding, oder? Das ist eine Ananas. Na gut, ich merke es. Ich will nicht. Wie wäre es mit der selbstgemachten Decke? Decke oder euch beide, aber ich glaube, die sind unverkäuflich. Nein, das dachte ich mir schon. Die fantastische Decke. Ja, die ist sehr, sehr schön. Aber wenn die heute nicht verkauft wird, will ich die behalten, weil die so gut hier hinpasst. Ja, das stimmt natürlich. Dann kaufe ich sie ja nicht weg. Ich gucke nur. Kathi, schenk ihr einen Sticker. Ich will mich nur umgucken. Okay. Ja, ich brauche keine Hilfe mehr. Ich finde, ihr habt ja schönes Bastelmaterial, das muss man ja ganz klar sagen, ne? Was kostet ein so ein Gelstift? Ich glaube, die verkaufen wir nur als Set tatsächlich. Nee, wir können die auch einfach verkaufen. Ich würde sagen, 4 Stück, 2 Euro. Na gut, ich hatte das Gefühl, dass du dich für diesen Manga-Sticker interessierst. Den schenke ich dir. Oh, danke schön, das ist aber lieb von dir. Ja, über den freue ich mich tatsächlich. Das ist ein schönes Geschenk, da muss ich ja jetzt auch was kaufen, ne? Natürlich eine sehr gute Verkaufstaktik. Ich kaufe Geschenkpapier. Nee, das ist ja zum Verpacken. Ach so, das ist zum Verpacken. Es tut mir leid, aber das haben wir hier, falls jemand ein Geschenk kauft, damit wir das Geschenk verpacken können. Ach so, ich kaufe euch das Malbuch ab. Mhm. Was kostet das? Ah, 3 Euro. 3 Euro ist okay. Und weißt du, irgendwie bist du mir sympathisch. Du kriegst doch diesen Aufnäher dazu. Ach, danke schön. Das ist so nett von dir. Guck mal, sein Herz. Ich fühle mich direkt wohl und aufgehoben bei euch. Ich habe es nicht klein. Wir haben Wechselgeld, gar kein Problem. Ach, ihr habt Wechselgeld. Mhm. Fantastisch. Ich habe hier meine kleine Kasse. Okay, das wird doch schwierig mit dem Wechseln. Hat Felix nicht ein 2-Euro-Stück da gelassen? Ja, ich könnte dir 5 Euro wiedergeben. Das ist in Ordnung, ich gebe euch 2 Euro Trinkgeld. Dann such dir doch noch ein paar Sticker für die nette, aus. Such dir doch einfach ein paar Sticker aus. Ja, das finde ich doch toll. Das war doch schon total gut jetzt hier. Mhm. Mit den Stickern machen wir das beste Geschäft hier. Ja, ich glaube, ich wusste das. Sowas vorne am Eingang, so zum Rumwühlen. Ja, das funktioniert immer. Ja. Und diese Sonnenblume nehme ich noch und dann bin ich zufrieden. Ich gehe dann mal. Vielen Dank. Ja, komm gerne wieder, falls Empfehl du noch mal ein Geschenk brauchst oder so. Auf jeden Fall. Fresher Laden. Ich warte jetzt einfach hier vorne, ob mal wieder ein neuer Kunde kommt. Ich glaube, wir müssen die Strategie noch ein bisschen ändern. Man muss Hallo, ein bisschen guten Tag. Kommen Sie rein. Ja. Gute Strategie. Hm. Herzlich willkommen hier bei uns im Bastelladen. Bastelladen ist das. Ja, ich hab... Wir verkaufen selbstgebasteltes, wir verkaufen Material. Stopp, was ist das denn? Selbstgebasteltes verkaufen? Hm? Was ist das denn? Das sind... Selfmade, Handmade? Genau. Also schenkt man doch vielleicht mal. Ja, du kannst das dann weiter. Nein, mach ich nicht. Ja, aber sorry, ich dachte, ich finde jetzt eigentlich cooles Zeug, aber... Ja, seh dich doch ein bisschen um. Da vorne sind noch Sachen, das ist unsere Muttertagsecke da vorne. Da gibt es Sachen, die man seiner Mutter schenken kann. Nein. Nö. Ich muss tatsächlich sagen, ich dachte, mich erwartet hier was Besonderes, aber irgendwie besonders... Hey! Ja, sorry, tut mir leid. Es sieht auf jeden Fall cool aus. Es sieht auch schön aus, und aber... Ich finde auch nett, dass du dich extra passend zum angezogen hast. Zur Eröffnung sind sie wirklich perfekt gekleidet. Das Einzige, was mich tatsächlich interessieren könnte, ist das hier. Ich würde für 2,50 würde ich es mitnehmen. Jetzt fangen die aber wirklich hier richtig an. Für 2,50 würde ich es mitnehmen. Sie kriegen noch 3 Sticker dazu und dann 3 Euro. Ich guck mal, wie viel Kleingeld ich habe. Also ich habe, guck mal, ich habe 1,20 Euro. 1,36 Euro bekommt ihr okay. Von mir. Ja, guckt ihr, schaut euch mal diesen Gesichtsausdruck an. Oh. Ja, jetzt habe ich was gespart. 4 Euro, dankeschön. Also Eva, ich habe das Gefühl, wir können hier wirklich nicht mit unserer Boutique reich werden. Reich wollten wir ja auch nicht werden, aber wir wollten ja wenigstens ein bisschen was verdienen. Aber da kommen dann so dreiste Kunden wie Kahn, die uns hier, guck mal hier, er hat einfach unseren Kleingeld. Er hat einfach das, was er in der Hosentasche hatte, hier gelassen. Felix ist hier der einzig vernünftige Kunde, glaube ich. Ich glaube auch. Und jetzt habe ich das Geld auch noch verloren, das ist ja irgendwo drunter. Mann, wir werden das Geld wiederfinden. Au! Kundschaft! Was kann man hier kaufen? Kreativladen hier.
Ja. Und nicht. Sie müssen erstmal die Einführung bekommen von der Dame. Ach so, okay. Sie können sich hier dann irgendwas aussuchen, was wir ihnen als Geschenk verpacken. Und ja, deswegen liegen die Geschenkrollen direkt da vorne. Ja, diese Sticker sehen cool aus. Was kosten die? Stück 50 Cent. Warte, ich muss mal ins Rot suchen. Ja, einen schenken wir ihnen auch. Einen schenken Sie mir? Ja. Nee, ich habe Geld dabei. Hm? Oh, fantastisch. Ich brauche keinen Geld. Dann sind Sie aber einer der wenigen Kunden. Kann ich das ganze Studio kaufen? Nee, das geht nicht. Wie viel Geld haben Sie denn mitgebracht? Ich habe genug Geld dabei. Ah, cool. Ich glaube aber, mir reichen tatsächlich diese zwei Sticker. Ich habe auch Geld dabei hier. 500er, den Rest können Sie behalten. Das ist kein echter. Tschüss. Das ist kein echter. Claudio. Ihr Fahrer, komm, wir schließen unseren Laden. Ich muss sagen, ich kannte die Nummer leider schon mit den 500er. Und du hast mich nicht vorgewarnt? Mir gefällt unser Bastelladen so gut, ich würde hier so gerne dann durchstöbern. Ja. Aber irgendwie ist der, glaube ich, hier nicht richtig aufgehoben. Nee, ich glaube, das Zielpublikum ist nicht so ganz richtig. Genau, vielleicht sollten wir unseren Laden irgendwo anders eröffnen. Ja. Würdet ihr in unseren Laden kommen? Hättet ihr euch irgendwas ausgesucht hier bei uns? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Was hättet ihr gekauft? Gerne alles unten rein. Und welchen Laden sollen wir vielleicht mal als nächstes eröffnen? Genau, alles in die Kommentare schreiben, gerne einen Daumen nach oben da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Alles, was runterfällt, ist meins. Nein. Du oder sie, je nachdem. Oh. Anstrengend. Anstrengend. Ja. Oh, Entschuldigung. Oh. Das ist der Crepe, denn? Hi ihr Lieben! Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration und herzlich willkommen zu einem super coolen neuen Video. Crepe vs. Shakes! Yep, wir haben wieder einen Store heute und zwar einen Doppelstore. Es gibt einmal Crepes bei Kathi auf der Seite. Das hier ist mein Bereich. Wir haben schon Teig vorbereitet, wir haben hier ein Crepe-Eisen und wir haben ganz viele leckere Sachen, die man sich in die Crepes reinfüllen kann. Und die sind für beide, denn auf Evas Seite gibt's Shakes. Ich habe den Shaker hier stehen, den Mixer. Und da kann man sich die Früchte reinpacken, man kann Eis reinhaben. Ich habe auch noch Vanilleeis im Eisfach noch. Hier sind übrigens keine Sachen drin, die sind leer. Genau, das die sind nur die Verpackung. Auswählen. Es gibt alle möglichen Möglichkeiten und das Beste heute, wir haben ja das schon öfter gehabt mit dem Bezahlen, heute All-You-Can-Eat-Preis 5 Euro. Alles 5 Euro, egal was sie nehmen, wie viel sie nehmen. Die beschweren sich auch immer gerne, dass es zu teuer bei uns ist. Und ich glaube, über 5 Euro für All-You-Can-Eat, Crepes und Shakes kann sich niemand beschweren. Und weh, die kommen wieder mit ihren Papier-500-Euro-Scheinen. Wir wollen heute was verdienen. Wir wollen Geld verdienen, genau. Genau, wir hatten ja jetzt schon das meiste vorbereitet, aber ich glaube, wir müssen jetzt mein Eisen hier zumindest ein bisschen vorheizen. Genau. Ja, dann hoffen wir gleich, dass mal Kundschaft kommt. Oder wie machen wir heute Werbung? Eva, wie wäre es? Also wir können ja eine kleine Challenge daraus machen. Was kommt heute besser an? Und wir können ja Bewertungen abholen. Ja. Wir können ja jedem fragen. Wir können ja erstmal das gar nicht den anderen verraten, würde ich sagen. Mhm. Und dann erstmal schauen, wie kommt was an. Ja, was sie sich als erstes entscheiden. Stille Beobachter. Mhm. Und dann können wir hinterher mal fragen, was insgesamt besser angekommen ist oder was besser geschmeckt hat oder so, ne? Genau. So, ich drehe mal ein Video. Ich stelle mal die Kamera aufs Stativ hier. Ich starte mal hier auf der Rose. Hi ihr Lieben, heute gibt es bei uns wieder was ganz Leckeres in der Küche. Ihr seht, es wird super süß und es gibt diesmal auch frische Früchte, entweder aus dem Mixer oder vom Crepe-Eisen. Also kommt vorbei, schickt das mal raus. Ja, wir schauen mal, wer heute so als erstes kommt und ob vielleicht auch mal neue Kunden dazu kommen, oder? Wir schauen mal, vielleicht. Eva, ich höre schon Geräusche vor unserem Laden. Sehr gut, wieso? Schau mal gerade. Hallo, möchte da jemand reinkommen in unseren Laden? Ich möchte hier rein. Hier steht auch schon jemand anders, aber ich will die erste sein. Hallo! Herzlich willkommen! Boah, das ist ja der Heute Hammer. Gibt es bei uns Crepe und Shake. Und du kannst dir natürlich was aussuchen. Ja. Ich gehe mal schnell an meine Position. Ich muss meine obligatorische Standardfrage stellen. Kann ich das essen? Alles. Also du kannst dir natürlich nicht alles, aber du kannst es dir alles so zusammenstellen, wie du es haben möchtest. Wiehu! Der Teig ist mit Sojamehl und Hafermilch. In den Shaker kann ich dir auch Hafermilch mit reinmachen. Fantastisch! Und zum Beispiel Bananen. Und was ganz Besonderes heute, All You Can Eat 5 Euro. Ja, also ich möchte erstmal Eat. Kann ich einen Shake und ein Crepe? Ja klar, du kannst auch 5 Sachen. Sicher. Also ich möchte unbedingt einen Crepe und ich möchte auf den Crepe Obst haben. Ich möchte Erdbeeren auf den Crepe haben und Bananen möchte ich auf den Crepe haben. Okay, dann würde ich mal meine Kamera einmal weitergeben. Willst du vielleicht mal filmen? Ja, ich filme euch. Und einen Shake nehme ich dann auch gerne. Ich gucke gerade, ob wir tatsächlich vegane Nuss-Nougat-Creme da hätten. Die ist vegan hier. Oh, das ist ein bisschen klein heute. Das hier sieht aus, als wäre ich heute noch ein bisschen. Du bist die Erste, deswegen muss ich eigentlich noch ein bisschen üben. Ist in Ordnung, ich bin gerne das Testobjekt. Ich esse auch 5 Crepes, kein Problem. Ich bin da ganz offen. Ich liebe ja auch Crepes.
So, okay, und Shake nehme ich auch gerne. Okay, gut. Was darf rein? Oreo. Sehr gut. Immer eine gute Wahl. Und auch so Erdbeerchen. Auch eine gute Wahl. Eigentlich ist alles eine gute Wahl, außer ich verteile es auf dem Tisch dann nicht mehr. Alles, was runterfällt, ist meins. Good. Oder ist es meins? Oh, ist er gerissen? Oh nein! Ich noch nicht gucken. Nicht gucken. Ich mache das noch schön. Okay. Kathi repariert ihn noch. Okay, wir haben Oreos drin. Wir haben Erdbeeren drin. Das reicht schon. Vielleicht einfach nur noch einen Sirup? Fantastische Sirup, Macadamia-Nüsse. Nehme ich. Sehr gut. Und du wolltest jetzt hier auch Nuss mit drin haben, ne? Ja. Das ist, glaube ich, so crunchy einfach, ne? Der Crepe ist auch. Bisher noch ein kleines Montagsprodukt, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass Kathi das noch regelt. Ja. Der wird ganz das hervorragend. So, hier wird jetzt gemixt. Yay! Ja, hier wird es auch schon fancy. Also ich muss sagen, so kann das öfter laufen. Also mir gefällt es hier richtig gut bei euch. Ein bisschen Werbung für uns machst. Ja, genau. Das mache ich überhaupt gar kein Problem. Ich kann auch dann einfach nochmal herkommen. Bitteschön. Ja, und ich glaube, das dann einfach mal so. Jetzt ein bisschen klein für die vielen Zutaten, aber dafür ist der einfach üppig gefüllt. Ja, das ist natürlich auch in Ordnung. Und ich denke mal, der nächste wird schöner. Yay, danke schön. Gabel dazu. Dann noch ein Gabelchen. Wie das so schmeckt. Wie eine Kochshow. Mega. Mega lecker. Ich glaube, ich übe schon mal einen neuen Cap zu machen. Ich glaube, es steht schon eine Schlange vor der Tür. Perfekt, so mögen wir das. Unsere Shops sprechen sich rum, Kathi. Ja. Ich komme definitiv wieder. Beides gleich gut. Okay. Es ist beides fantastisch. Und ich bezahle euch natürlich mal wieder an die... Oh, nein! Wir machen immer den gleichen Fehler, Kathi. Ja. Immer kein Umsatz in eurem Laden, Leute. Unglaublich. Bitteschön! So, jetzt mache ich gerade meinen zweiten Crepe und der wird extrem groß. Der eben war extrem klein bei Danja und ja, mal gucken, wer jetzt gleich als nächstes kommt. Die Person hat auf jeden Fall Glück. Nächster Kunde! Oh, ja, der Geruch hat ihn gelockt. Heute gibt's Crepes und Shakes bei uns. Was möchtest du? Alles, alles was es gibt. Oh, 5 Euro. 5? Hier, alles 5 Euro. Alles 5 Euro, Also Euro und 5 Euro. Ich habe keine 5 Euro, aber ich habe Hunger, deswegen. Nein! Das ist das zweite. Wir haben immer die gleiche Masche. Egal, ob es um Sticker geht, ob es um Süßigkeiten geht, egal um was. Und nie funktioniert es. Genau. Nein. Ja, möchtest du einen Crepe haben? Sehr gerne, dann natürlich. Dann suchen wir mal die Kamera eben ab. Ja. Wir haben Früchte da, wir haben Süßkrams da. Cookies, Nutella, Melone. Ja, Eis klingt auf jeden Fall gut. Eis nehme ich schon mal. Da nehme ich Oreo-Eis. So, und ich schaue mir schon mal die nächsten Zutaten an. Kann ich Sie denn auch für einen Shake begeistern heute? Ja, dafür kann man Vielleicht mich natürlich auch begeistern. Bananenmilchshake mit Oreos? Ja, Bananenmilchshake mit Oreos ist eine gute Idee. Good. Da bin ich auf jeden Fall am Start. Nehmen wir uns so erstmal eine Banane. Kannst mal hier filmen, was ich hier mache. Noch eine Banane. Ja. Hier, das kommt jetzt da rein. Möchtest du sonst noch was drin haben, oder? Kann ich alles hier nehmen, was hier zur Auswahl steht? Dann würde ich noch Kinder Buenos dazu nehmen. Möchten Sie auch hier ein Eis mit rein? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Noch was? Vielleicht ein bisschen Obst. Obst ist so gesund für mich. Ich will nur die Sachen, die... Hier, das ist übrigens Joghurette. Ja, okay, die nehmen wir noch mit rein. Ich glaube, das reicht so. Das passt schon. Sieht doch ganz schön aus, ne? Ja. So, alles einfach. So, ich schau noch mal, was mein Shake macht. Ja, vielleicht ein bisschen Erdbeeren oder Melönchen. Jetzt muss ich mir überlegen, was dazu passt. Also hier sind schon, nee, schon gesunde Bananen drin. Ja, ich wollte gerade sagen, Bananengeschmack mit Oreos, das passt, glaube ich, gut. Ja. Das will ich mir jetzt nicht kaputt machen, wenn ich da noch irgendwas davon reinmache. Irgendwas davon, was so gesund aussieht. Ja, genau. Okay. Genau, das wollen wir nicht riskieren. Dankeschön. Dann kommen Sie noch mal her, hier wird jetzt gemixt. Du siehst schon wieder. Ja. So. Und wir würden uns freuen, wenn du oder sie, je nachdem... Oh. Ui. Was ist passiert? Warum ist das passiert? Oh. Oh nein. Also. Das sollte natürlich nicht passieren. Wir halten das mal hier fest. So, wir haben das Problem erledigt. Es gibt jetzt natürlich noch Sahne. So, das sieht natürlich traumhaft aus. Vielleicht noch einen Strohhalm. Ja, oder dann nehme ich mir mal hier einen. So, noch ein paar Oreo-Krümelchen. Ah, perfekt. So, oh, das sieht richtig lecker aus. Wäre schön, wenn du jetzt mal probieren würdest, damit du sagen kannst, was dir besser schmeckt. Dann fange ich mal hiermit an. Schmeckt schon mal gut. Da muss vielleicht ich eine Gabel, ne? Dann mache ich dir extra mal was in der Mitte so ein bisschen ab. Ja. Damit ich auch genug vom Oreo abhabe. Ist es noch Eis oder schon komplett geschmolzen? Ah, ich glaube halb. Das ist auch gut.
Punktevergabe, was schmeckt besser? Punktevergabe, 1 und 0. Also schmeckt beides richtig, richtig gut auf jeden Fall. Ich würde sagen, das hat vielleicht noch einen ganz kleinen Vorsprung, mhm, wenn man das, da das Eis noch ein bisschen besser natürlich rausschmeckt. Beides trotzdem eine 10 von 10. Oh! Yeah! Ich gönne mir erstmal ein Stück Melone. Okay. Dann schön, dass Sie da waren. Empfehlen Sie uns weiter. Kommen Sie gerne nochmal wieder. Achso, und die 5 Euro noch, ne? 5 Euro! Finde ich gut, dass wir den Teil vergessen haben, wo ich bezahlen muss. Aber ich gebe eine Weiterempfehlung. Die ist viel mehr wert als 5 Euro. Hoffentlich. Tschüss. Tschüss. So, das lief schon mal sehr gut bisher und ich schaue mal, ob der nächste Kunde schon da ist. Hallo, möchte ich immer noch in unseren Laden? Ach, das ist ja der Felix. Ich bin's mal wieder. Hallo. Wir haben heute hier Crepes und Shakes und in der Mitte sind jede Menge coole Sachen, die man sich reintun kann. Dann gebe ich dir mal die Kamera und ich gehe wieder zurück an meine Position. Das ist ja interessant. An die Kamera gibt's auch noch geschenkt. Man kann das bei uns nicht abarbeiten. Nein, du darfst nicht abarbeiten sagen. Jetzt will niemand mehr bezahlen. Also, die können natürlich beides haben für 5 Euro. Okay, für 5 Euro kriege ich entweder eins oder beides. Richtig. Oh, du kannst auch 5 davon haben. Ach so, ist einfach so ein Standardpreis. Ja, richtig. Okay. Also Sie können sich erstmal informieren, sich eine Übersicht. Ja, ich nehme auf jeden Fall beides. Ich habe gerade draußen schon Danja getroffen. Ich hätte gern das, was die hatte. Das sah sehr gut aus. Was war das denn? Das ist die Frage. Auf jeden Fall im Crepe Erdbeeren. Ja. Vegane Schokocreme. Ja. Ich glaube, sie hatte Bananen drin, aber da habe ich gerade keine Lust drauf. Ich nehme nur Erdbeeren und die Schokocreme im Crepe. Okay. Und ein Duplo. Und im Shake ein Snickers. Ja, das können wir auch machen. Ja, dann nehme ich einen Snickers White Shake. Ja, Milch. Ja, das kommt eh rein. Was gibt's denn so? Was kann man da reintun? Donut? Mhm. Was kann man da auch reintun? Ich hätte, glaube ich, da auch gern Erdbeeren drin. Ja. Ist denn schon Erdbeerzeit? Ja, Erdbeerzeit ist jetzt. Ist schon, ne? Ja, dann gerne. Ein Stück Melone. Ein Stück Melone. Welche Melone darf es denn sein? Zuckermelone oder die Orange? Die rote. Die gute. Die sind alle gut. Ja, ich weiß, aber ich sag die gute. Anstrengend. Anstrengend. Oreo-Stücke mit rein? Ja. Wenn man so fragt, auf jeden Fall. Ich hab gerade schon Donny draußen gesehen. Der möchte auch was. Oh, der war noch gar nicht hier, ne? Oh, Entschuldigung. Was passiert? Oh je. Ich hab den Teller an die Kamera geschlagen. So, hier wird jetzt gemixt, es wird spannend. So. Ein Donut darf das auch noch sein, den könnte ich hier noch mit drauflegen. Jo. Das sieht doch ganz lecker aus, oder? Ja, darf ich die Kamera zurückgeben? Ja, klar. Dann kann ich auch probieren. So, darf Sahne oben drauf? Klar. Oh, der sieht ja auch richtig lecker aus. Ich gehe mal da hin. Mhm. Ich finde, der hat eine schöne Farbe, so leicht rosa, aber man sieht auch, dass es was mit Schokolade zu tun hat. Ja, finde ich auch cool. Einen blauen Strohhalm dazu? Nee. Jetzt ist er schon drin. Jetzt ist er schon drin. So, gerne beides mal probieren und dann auch... Gerne Ihr Feedback geben. Ihr Feedback geben und sagen, was besser ist. Wir wollen unseren Kunden nicht in Verlegenheit bringen. Wir sollten auch mal probieren gleich. Ja, genau. Wir probieren gleich auf jeden Fall auch noch selber. Ja. Na gut, wir können es Felix jetzt verraten. Das ist ein kleiner Wettbewerb. Ist ja auch ein... Ach, doch, Versus, genau. Und wir wollen natürlich schauen, wer von uns die Kunden zufrieden erstellt. Bisher ist Gleichstand. Ja, bisher ist Gleichstand. Danja und René. Wir haben gesagt, beides ist gleich. Wir haben beide gesagt, beides gleich lecker, genau. Deswegen, du könntest jetzt hier ein bisschen einen Twist reinbringen. Einen Wechsel in der Führung, genau. Wer guckt, wirst du gleich führen. Nein, ich finde das spannend, weil ich einfach nur Melone geschmeckt habe, obwohl da ja nur ein Stück von drin ist und Melone ja gar nicht so einen krassen Eingeschmack hat. Tja. Mhm. Okay, jetzt einfach mal schnell bewerten und dann, wir haben Ich nehme den Crepe. Cool, danke. Geleite ich sie raus und dann können wir mal gucken, ob da der neue nächste Kunde auch noch ist. Das war eine Erdnuss vom Snickers. Oh, ich kann helfen. Geht das? Ja, alles gut. Ist dann hier noch jemand, der in unseren Laden will? Ich will nochmal. Mhm. Oh, oh. Ich will nochmal. Papa Donny will auch gar nicht. Papa Donny will nicht. Der will nicht. Komm gerne nochmal. Der will keinen Crepe. Zweite Runde. Aha, da kommen zwei Kunden gleichzeitig. Ja. Papa Donny will nicht. Also, Danja weiß es schon. Donny würde ich das Ganze noch mal kurz erklären, dieses Konzept. Man kann sich Shakes und man kann sich Crepes hier bei uns machen lassen und mit verschiedenen Sachen füllen lassen. Das klingt sehr gut. Ich möchte noch einen Crepe. Ja. Ich möchte zuerst einen Crepe. Ich war zuerst hier drin. Ich muss erstmal den Mixer rein. Aber du hattest einen sehr kleinen, ehrlich gesagt. Das stimmt. Die danach wurden auf jeden Fall größer. Dann bin ich jetzt sehr, sehr positiv gestimmt. Ich würde auch diesmal einfach einen Crepe ohne alles nehmen. Ach so. Okay, ja. Wie schmeckt das? Habe ich ja noch nie gegessen. Schmeckt gut. Ja? Ja. Ein Crepe ohne alles? Ja. Wir haben fantastische Früchte im Angebot. Erdbeeren, Bananen. Ein Melonenshake kann ich auch machen. Ganze mit Hafermilch. Hatte sich jetzt hier Danja eigentlich vorgedrängelt? Oder war das jetzt auch der für Donny? Ja, also, Ladies first, Daniel. Oreo-Krümel kann ich auch reinwerfen. Ein bisschen vegane Nuss-Nougat-Creme haben wir auch da. Also, ich würde einen Melonenshake nehmen. Sehr gut, gute Wahl. Die rote und die orange, ne? Woran machst du deine Entscheidung fest? Ja, an den Farben. Gute Entscheidung. Ja. Kathi hat hier gerade ganz fachmännisch den Crepe gedreht.
Kannst du das nochmal machen? Das ist der Crepe Dance. Mhm. Ja, ich kann das aber auch nochmal hier wenden. Ja, komm, wir möchten das nochmal sehen. Und dann? Der Crepe Dance. So, nochmal. So. Da soll jetzt wirklich nichts rein? Nein, gar nichts. Wie möchtest du den denn haben? Gerollt oder gefaltet? Ich hätte den gerne gerollt. Hm. Dann nehme ich ihn gleich so auf die Hand. Ja. Der ist aber heiß, ne? Nee, der tropft nur. Ich schaff das. Der läuft nicht wirklich aus, der tropft nur. Ja, danke schön. Ein Strohhalm dazu, heiß. In Gold. Nimm dir ruhig einen Teller. Ha, heiß! Von wegen, ich nehme den einfach mal so in die Hand. Ich wusste es, aber ich dachte, die Erfahrung muss man selber machen. Donny, was willst du denn drin haben? Ich nehme die Schokocreme. Ja. Donny ist nämlich auch ein Veganer. Ah. Guck mal, du kriegst einen riesengroßen Crepe. Ja. Magst du den Shake schon mal probieren? Ja, doch. Okay. Mmh. Was möchtest du denn? Also, der schmeckt echt gut. Schokolade hast du, glaube ich, gerade gesagt. Die Creme, ja, genau. Und ja. Noch irgendwas? Oder Früchte noch rein? Erdbeeren können wir sehr empfehlen. Erdbeeren und Banane. Den also, der Shake ist sehr lecker. Den gleichen Crepe, muss ich sagen. Alle gespannt. Lieber noch nicht filmen. Ich muss auch noch mal meine Banane ablegen, damit ich das Gleichgewicht halten kann. Mhm. Ich werde mal den Shake, den Rest. Doch nicht filmen. Okay, weg damit. Wir gehen zum Shake-Test. Ich habe mir gerade mal den Rest von Donnys Shake genommen. Oh ja, der ist wirklich sehr gut. Der ist echt gut, ne? Mhm. Wie sieht das eigentlich aus mit Bezahlen? Davon hat mir keiner was gesagt. Davon hat mir keiner was gesagt. Das ist ein Geschäft. Das stimmt gar nicht. Ich habe dir vorhin draußen gesagt, du musst Geld mitbringen. Echt? Ich dachte, wir wären ein Team. Donny arbeitet das ab. Das wollen alle. Entweder wollen sie es abarbeiten. Das habe ich vorgeschlagen eben, aber dann hast du gesagt, dass das kein gutes Geschäftsmodell ist. René kommt grundsätzlich ohne Geld. Und dann nimmt er sich einfach was und rennt weg. Das macht er immer. Ich habe schon bei eurem letzten Laden Geld bezahlt. Ja, für die Sticker. Ja, deshalb finde ich, kann ich heute hier ruhig mal ohne zu zahlen rausgehen. Schön, dass du das so findest. Das ist eine gute Selbsteinschätzung. Ich finde, der ist so ein bisschen schief, aber ich werde das jetzt einfach hier so verstecken. Donny merkt das ja nicht. Deswegen werden die Kämpfe weiter. Er war auch einfach die ganze Zeit nicht anwesend. Aber den möchte ich nicht, ich möchte einen neuen. So, okay. Dann du bezahlst jetzt für uns, habe ich gehört, und ich überlasse uns mal die Kamera. Ja, dann cool, wir dir noch mal einmal. Nee, ihr müsst doch mal testen. Was, Donny muss testen. Genau, Donny muss doch hier. Wie das schmeckt. Also, er hat schon gesagt, der Shake war ganz hervorragend. Bisher. Und man sieht einfach dann ja, wie sie im Hintergrund so einen leeren Crepe mümmelt. Von dir haben wir ja die gleiche Bewertung bekommen, von René übrigens auch. Dann kam Felix und hat gesagt, der Crepe ist besser. Ja, das ist halt beides richtig gut. Hat er gesagt. Der Crepe ist wirklich. Der Tagessieger, würde ich sagen. Yes! Das also. Tada! Wir ergänzen uns ganz gut. Das ist eine gute Kombination. Ich glaube, der Crepe liegt schon so ein bisschen weiter vorne. Ja, momentan schon, aber vielleicht kommt ja noch jemand. Also schön, dass ihr da wart. Danke euch. Und bis dann. Ciao. Donny fällt um. Ciao. Das lief extrem gut in unserem Laden. Vielleicht kommt noch der ein oder andere Kunde, aber wir wollen uns schon mal von euch verabschieden. Mhm. Insgesamt lagen die Crepes etwas weiter vorne, aber es hieß auch immer in der Kombination. Ja. Und ich glaube, wir probieren jetzt auch noch mal. Mhm. Ich würde auch sagen, wir machen einfach Gleichstand. Aber mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Mir auch. Vielleicht habt ihr noch weitere coole Ideen, was wir vielleicht mal so gegeneinander noch so als Stores machen können. Ich glaube, das nächste wird ja eh unser großer Einhorn-Store. Ja, genau, der große Candy-Einhorn-Store. Mhm. Aber vielleicht so im Sommer Frozen-Joghurt gegen Eis oder andere schöne Sachen. Ja, vielleicht habt ihr noch schöne Ideen. Mhm. Oder habt auch noch so, macht mal einen was auch immer Laden auf. Schreibt es uns alles in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und abonnieren, kleine Glocke aktivieren und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Es gibt wirklich wenige Videos, die ich so toll finde wie diese hier. Warum findest du unsere anderen Videos nicht toll? Ich habe kein Bargeld dabei, aber ich habe Pfandflaschen dabei. Dafür kriegst du den Cookie, das Sandwich gibt's jetzt sofort wieder. So geht das doch immer. Er hat die volle Messer hier. Hallo ihr Lieben! Hallo! Herzlich willkommen bei DIY Inspiration und herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wir eröffnen heute einen Subway! Wir haben schon hier ein bisschen was vorbereitet. Wir haben hier zum Beispiel schon Plakate ausgedruckt. Genau, wir haben Plakate, wir haben schon die Preise. Es gibt Cookies für 1 Euro. Ja, das ist glaube ich der ganz normale Preis. Ja. Die hat Eva schon mal gebacken und sehen so lecker aus. Ich glaube, ich werde mir gleich schon mal einen schnappen. Und ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt, der Backofen hat vorgeheizt. Das Wichtigste bei Subway, wir müssen das Brot selber aufbacken. Genau, willst du mal kurz erzählen, was das für Brot ist, Eva? Genau, das sind Baguettes zum Aufbacken. Also sie sind schon vorgebacken, müssen nur noch warm und knusprig werden. Es gibt Dinkel. Das ist das hier. Ja. Es gibt Zwiebel. Ja. Dann gibt es Paprika, Peperoni. Mhm. Und es gibt Olive. Ah, cool.
Daneben liegen schon direkt die Falafel, die sind vegan. Das ist unsere vegane Option heute. Und wir haben Salat da, Gurke, Tomate, verschiedene Käsesorten. Verschiedene Wurst. Und ich glaube, hier habe ich gesehen, ist noch die Einkaufstasche, ja, ne? Es gibt noch mehr, es ist noch nicht alles ausgeräumt. Es gibt noch mehr Pepperoni. Es gibt auch Paprika. Und dann Soßen. Haben allem, wir verschiedene, ne? Soßen. Ich glaube, wir haben 5 oder 6 verschiedene das Soßen. Das ist auch total gleich wichtig, weil man muss bei Subway, ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei Subway wart, da darf man sich ja dann immer aus verschiedenen Soßen was aussuchen und verschiedenen Brotsorten und das wird richtig cool heute. Dann kann man sich das so richtig schön belegen lassen. Und genau, richtig individuell. Wir verpacken das dann richtig schön und ich hoffe, genau, unseren Kunden macht es genauso viel Spaß wie uns. Liegt hier schon so Papier und hier sind Butterbrottüten, da kommen gleich die Kekse rein, weil die sind, oder die Cookies, die sind ja immer in so einer kleinen Tüte, dass man die dann auch so essen kann direkt. Ich zeig nochmal hier, was wir hier haben. Oliven, wir haben hier eine Knoblauchsoße, Hot Chili. Genau, Preise stehen wieder drauf, aber sind ja unsere Kunden, ne? Ja, wir haben schon Erfahrungen gemacht. Wir haben ja schon Erfahrungen gemacht. Und trotzdem macht es uns immer wieder so viel Spaß, einen neuen Laden zu eröffnen, dass wir es dann doch wieder machen. Wir wollen heute auch mal wieder nicht groß verdienen. Wir werden hier wahrscheinlich nicht reich. Vielleicht können wir jemanden anstellen, die Ehre, genau, der arbeitet dann bei uns. Wir haben die Ehre, ein eigenes Geschäft zu eröffnen und dann auch noch so ein leckeres. Diese Sandwiches, die sind ja auch so krass dick belegt, ne? Ja. Wenn die Kunden alles drauf haben wollen, ist das eine ganze Menge, was wir da drauf packen müssen. Und ich hoffe, es kommen auch ein paar Kunden. Wollen wir eigentlich gleich wieder ein Video machen und die Kunden einladen? Ich würde sagen, wir kündigen das gleich direkt mal an. Aber ich glaube, bis wir das ankündigen können, müssen wir erstmal hier noch ein bisschen weiter dekorieren. Richtig, das ist nicht fertig und wir müssen auch noch die ganzen Zutaten schnippeln. Das sieht auch noch nicht so ganz gut aus. Eva? Ich bin am Zwiebelschneiden und ich bin nicht am Weinen. Oh, gut. Zwiebeln, gut, Salat, Eva. Tomate, Paprika und Gurke. Und ich kümmere mich mal hier um die Cookies. Cookie rein. Und am besten... Das ist ja nicht ungefähr halb, ne? Ja, ich glaube, ein bisschen weniger mache ich, damit man halt oben schon rau abbeißen kann. Das ist ja so, man isst das ja da so raus, ne? Ich habe jetzt einfach mal angeschnitten. Dann weißt du ungefähr bis wo. Und... das können wir gleich noch für was anderes verwenden. So. Wir müssen uns noch irgendwas überlegen, wo wir die dann so reinstellen. Ne? Das steht ja immer so. Wir können die, vielleicht lassen wir sogar dieses, ja, ich habe das noch in kleiner, so ein Küchengitter. Oder dass wir das halt oder hier so. Ja. Ja, cool. Perfekt. Hey, hey. So, ich stehe hier vor dem Backofen. Ja, der ist noch an und die Baguettes sehen eigentlich auch noch nicht sonderlich knusprig aus. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, uns fehlen noch ein paar mehr Soßen. Ne? Wir haben bisher jetzt irgendwie Chili, Knoblauch und eine vegane Mayonnaise. Es gibt noch Curry-Mango. Also was mag ich auch immer gerne. Burger. Burger ist auch super. Barbecue darf natürlich auch nicht fehlen. Senf. Senf ist auch immer wichtig. Ich werde die mal hier vorne so hinstellen, damit man dann hier so die Wahl hat. Ne? Ja. Man kann sich ja erstmal hier entscheiden, was will ich eigentlich. Dann sucht man sich hier eine Soße aus. Genau, wir können ja von hier nach drüben arbeiten. Dann ist als erstes Baguette. Dann nimmt man ja den Belag. Entweder die Falafel oder die Wurst. Achso, Soßen sind dann zum Schluss. Ne? Dann Soßen muss ich hier ist drüben. Zum Schluss, das muss darüber. Und zum Schluss will man es ja auch verpacken. Und die Cookies können wir ja vielleicht auch gleich hier vorne noch hinmachen, ja, oder? Oder ist das nicht auch so, dass die Cookies zum Schluss sind, damit ja, man, also man ja das ist dann immer so was, wo, ach komm, Cookie nehme ich auch noch. Geht auch noch, genau. So, Eva, das war jetzt, glaube ich, hier das Letzte. War das Letzte. Wir sind... ich starte mal hier. Also, wir haben hier Subway. Wir haben für 4,99 ein ganzes Sandwich, für 2,99 ein halbes. Und man kann sich das mit Käse, Wurst... dann haben wir Falafel. Falafel. Und unsere gesamte Gemüsestation hier. Auch Oliven und Peperoni. Zwiebeln haben wir auch. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Soßen da. Und noch zum Mitnehmen. Und Cookies. Ein Cookie, ne? Also, ja. Der darf irgendwie nicht fehlen. Ganz der darf nicht fehlen. Ich würde sagen, wir machen mal kurz ein bisschen Werbung. Ja. Gehen wir mein Handy suchen. Und dann geht's gleich los. Hallo ihr Lieben. Hi, guten Morgen. Ihr habt Glück, denn ein Subway eröffnet heute hier im Gebäude. Unser eigener Subway. Es gibt super leckere Baguettes und es gibt Cookies. Also kommt ganz schnell vorbei. Und vergesst euer Geld nicht. Auf keinen Fall. Die werden eh ihr Geld nicht mitbringen, aber nee, tun sie nie. Erwähnen kann man es ja mal. Richtig, richtig. Oh, guten Morgen. Ich sehe, es gibt was zu essen.
Sehr gut, unsere erste Kundin ist da. Ich muss sagen, es gibt... Hallo, Danja. Hallo, guten Morgen. Ich muss sagen, es gibt wirklich wenige Videos, die ich so toll finde wie diese hier. Oh, das ist sehr, sehr lieb von dir. Gar nicht. Das ist lieb von dir, aber irgendwie auch, warum findest du unsere anderen Videos nicht toll? Nee, also ich meine, ich finde sie auch toll, aber nicht so toll wie diese hier, weil... Ja, ich verstehe. Du kriegst in anderen Videos nichts zu essen. Ja. Herzlich willkommen in unserem neuen Subway. Der hat hier heute eröffnet in unserem Laden und wir haben viele tolle Angebote. Wir haben halbe Sandwiches, ganze Sandwiches, Cookies und die kann man sich hier total individuell belegen lassen. Das finde ich toll. Wir haben verschiedene Brotsorten. Das ist einmal hier Paprika Chili, glaube ich. Dann haben wir hier Dinkel und Zwiebel. Verschiedene Käsesorten, Gemüse, Soßen. Hammermäßig. Also ich würde heute ein halbes Sub nehmen. Ja. Und zwar würde ich das, was da ganz hinten liegt bei dir, ja, das mit Paprika ist das doch, glaube ja. Ich, ne? Yep. Das schreit meinen Namen. Gefällt mir sehr, sehr. Und ich würde mich entscheiden für ein Gemüse-Falafel-Belag. Für Soße, die darf ich mir bestimmt auch schon auswählen. Natürlich. Würde ich mich... Wir haben gar nicht geübt, ich weiß jetzt gar nicht, mit was man anfängt. Glaub, mit Soße. Mit Soßen, ja. Wie du möchtest, wie du es zu Hause machen würdest. Für diese vegane Salatmayonnaise. Ich gehe einfach mal ganz spontan dran und es wird schon auf jeden Fall lecker. Geh mal ganz spontan daran. Wir haben uns heute entschieden, alles sehr, sehr reichhaltig zu belegen. Mehr ist unsere Philosophie. Das finde ich gut. Ich würde, glaube ich, so mitten rein noch diese schöne Chili-Soße machen. Sehr gut. Die spricht mich auch sehr an. Gute Wahl. Ich glaube, das Einzige, was ich nicht nehmen würde, sind Zwiebeln, weil ihr heute noch mit mir drehen müsst. Und ich nicht dafür garantieren kann, dass alle anderen auch Zwiebeln haben möchten. Doch, alle wollen Zwiebeln. Claudio! So ein bisschen so ein... Ja, ein ganz bisschen halt, ne? Hier, es wird eine etwas scharfe Stelle an. Ich habe heute extra nichts gegessen. So, dann sag nochmal, was wolltest du haben? Gemüse. Ich möchte alles an Gemüse außer Zwiebeln. Ich glaube, wir fangen mal mit Salat an. Das kann man so gut unten drunter machen, ne? So. Ja. Und dann kommen gleich die schönen Falafeln dazu. Mhm. Also normalerweise bin ich von 4 Falafeln schon satt. Du kannst den ganzen Tag daran mehr essen. Ist immer mehr. Ich finde auch, mehr Soße ist immer mehr. Vielleicht mache ich dir gleich noch ein bisschen zusätzliche Mayo hier so. Kein Problem. Das liegt in deinem Ermessen. Und einen Keks würde ich dann, glaube ich, auch nehmen. Ja, selbstverständlich. Die sind auch vegan. Yay! Ich habe heute sogar Gelbe für euch mitgebracht. Oh, das ist fantastisch. Es wird so ein bisschen wie so ein Endlich wird unsere Arbeit mal gewürdigt. Der immer höher wird. Es wird wie so ein Burger, der immer so... Da muss man nachher noch sowas durchstechen. Ich bin auch noch gespannt, ob ich das dann essen kann. Ja, sicher. Du kennst das doch bei Subway. Es wird gleich eingewickelt und dann wird das zusammengepresst. Das stimmt. Und dann bekommt das eine fantastische Höhe zum Essen. Hier, die wolltest du auch, ne? Pepperoni und Oliven. Das Einzige, was nicht ist, Zwiebeln. Ich weiß, wie das ist. Das schmeckt immer am besten, wenn man einfach noch mal ein bisschen mehr Soße benutzt. Das ist tatsächlich so. Bei Soße ist mehr halt. Mehr ist mehr. Oh, das war. Das war. Das ist Skill. Jahrelang habe ich bei Subway gearbeitet. Sieht man, das ist hier wirklich professionelle Handarbeit. Ne? Soll ich das dann auch so packen, dass du oben direkt reinbeißen kannst? Ja, gerne. Kundenservice. Ja. Das ist Kundenservice. Und wir hoffen, dir ist der Kundenservice auch ein bisschen Geld wert. Der ist mir sehr viel Geld wert. Sehr ich habe viel Geld für euch mitgebracht. Und das bitte schön. Dankeschön. Und hast du dir schon Profi genommen? Noch? Nein, noch nicht. Bitte schön. Dankeschön. Das ist ja wirklich der Hammer. Guckt euch das mal an. Ich bin richtig glücklich. Sehr schön. So, und jetzt geht's. So mögen wir unsere Kundin. An die Bezahlung. Wie gesagt, ich habe eine große Menge Geld mitgebracht. Bitte schön. Ich habe. Dafür kriegst du den Cookie. Das Sandwich gibt's jetzt sofort wieder. Katja hat auch Hunger. Ich schicke euch den nächsten Kunden rein. Vielleicht hat noch jemand mehr Geld dabei. Das ist uns auch 2,99 Euro wert. Vielen Dank für den Besuch. Gerne, ich danke euch. Ja, das lief ja schon mal ganz gut. Ich finde, einigermaßen gut habe ich das auch hinbekommen mit dem Sandwich. Und ich hoffe, ich höre auch hinter, dass es gut geschmeckt hat. Ich auch. Aber mit dem Geld, das klappt irgendwie mit denen nicht so, ne? Nee, das mit dem Geld klappt nicht. Wir haben hier gleich wahrscheinlich wieder falsche 500-Euro-Scheine und 1-Euro-Stücke liegen. Ja, so ich habe ja eben schon gesagt, wir machen es ja auch aus Spaß. Natürlich. Und weil wir vielleicht selber auch gleich mal ein Sandwich essen wollen, ne? Okay, bitte nächster Kunde. Hallo. Es ist, glaube ich, Claudios kleiner Bruder. Nee, es ist Claudio. Claudio, was ist mit dir passiert? Oh, ach ja, stimmt, mein Bart ist ja weg. Und ich habe auch diesmal was zu bezahlen dabei. Ich habe kein Bargeld dabei, aber ich habe Pfandflaschen dabei. Das ist eigentlich gut. Oh, ein Subway-Laden. Ich wusste gar nicht, was für Laden ist. Hast du unser Werbevideo nicht geguckt? Nee, leider nicht. So, Kathi. Du hast ja so schon rumgesprochen, also gar nicht schlimm. Oh, nee. Und ich sehe auch, sie sind auch in den Farben von Subway. Ja, genau, extra. Schick.
Sehr gut. So, was könnt ihr mir denn empfehlen? Also, wir haben hier verschiedene Sandwich-Sorten. Das ist einmal so ein Paprika-Chili-Sandwich. Wir haben hier Zwiebel, Olive, Dinkel. Wir haben verschiedene Käsesorten, verschiedene Wurstsorten, Falafel, alle möglichen Gemüsesorten und jede Menge Soßen. Und natürlich die typischen Cookies. Oh, die Cookies sind das Beste, ne? Und zwar will ich das Dinkelbrot. Das hier ist das. Ja, ne? Das ist das Dinkelbrot. Ein halbes sicher, ne? Ja, ein halbes natürlich. Hier ist das schon so gebrochen. Ich glaube, ich werde das einfach mal hier schneiden. Möchtest du ein eher kleines oder eher großes? Eher kleines. Okay. So, aber ich möchte auf jeden Fall Falafel drauf haben. Ja, das ist okay. So, wie wird das jetzt gemacht? Also, welche Soßen möchtest du? Kannst du mal hier dich ein bisschen umsehen. Okay. Wir haben verschiedene Soßen da. Ich hätte gerne die Burgersoße. Oder willst du, Eva, mal belegen? Kann ich auch gerne machen. Ja, Eva kann auch. Ja, ja, genau. Wir wechseln. Ist das okay für Sie, wenn meine Kollegin Sie bedient? Klar. Oh, ich sehe auch, Sie haben schon einen Euro verdient. Ja, schon einen Euro. Finger weg von unserem Geld. Finger weg. Los geht's mit der Soße. Ja. Eva macht das auch sehr gut. Dankeschön, Dankeschön. Was darf es denn an Käse sein? Was ist das denn für ein Käse? Wir hätten Mozzarella, der ist gerieben, wir haben Frischkäse und wir haben sehr leckere Schabletten. Ich hätte gerne geriebenen Käse. Sehr gut, gute Wahl. Und wie viel Pfand hast du uns mitgebracht? Was darfst du dir denn alles aussuchen? Genug, das ist genug. Wisst ihr, ich glaube, was das ist tatsächlich mehr als das Sandwich kostet. Das ist mehr Geld, als du uns jemals gegeben hast, ja, Claudio. Ja, ich hätte gerne dann Tomaten und Gurken drauf. Gut. Ich glaube, wir ziehen gleich mal Handschuhe an, dann können wir da ja auch richtig reingreifen. Ja, stimmt. Wir belegen das ja bei Subway tatsächlich auch mit den Händen, aber die haben Handschuhe an. Das ist halt der Vorteil dabei. Dann sind wir vielleicht noch ein bisschen schneller. Dann sind wir auch schneller. Gut, Gurke ist drauf. Salat auch? Paprika? Nö, das reicht Zwiebel? Nicht. Nö, auch nicht. Wir hätten noch Mais, Oliven und Jalapenos. Jalapenos doch. Feurig! Mhm. Wir hätten auch ein bisschen Chili-Soße oder wir hätten sogar noch extra Schärfe, aber die ist noch im Kühlschrank. Nee, nee, das will ich nicht. Ein bisschen Tabasco-Soße drauf. Nee, ja. Die Falafeln hätten wir beinahe vergessen. Ja. Passt das überhaupt noch drauf? Ja, sicher. Ist noch so lecker, ne? Und schmeckt's? Pur sind die immer ein bisschen trocken, finde ich. Die muss man immer so in so eine Soße. Habt ihr denn gebraten oder was? Die waren im Backofen gebacken. Zusammen mit Ach, Backofen habt ihr das gemacht? Ich mach die mal in der Pfanne. Hör ich da raus, dass hier jemand bei uns arbeiten möchte? Nee, erstmal möchte ich essen. So, darf sonst noch etwas drauf? Soßen sind drauf, Sie können natürlich auch eine zweite Soße dazu nehmen. Ich bleib dabei, das ist schon in Ordnung. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Gut, dann werden wir das jetzt mal zusammenfügen. So. Ich sehe, Eva hat da noch eine bessere Technik als ich vorhin. Allerdings könnte ich mir hier vorstellen, dass da unten was rauskommt. Ja. Wir müssen das jetzt hier unten gut zumachen. Drehen. Hier natürlich unten den Finger drauf halten. Ja, klar. Und dann können Sie das von oben essen. Ja, vielen Dank. Und ich hätte gerne noch einen Keks. Und einen Cookie. Auf jeden Fall. Also bitte Cookie, schön. Lass mir nicht durch die Finger gehen. Hier, das Wand, lass ich ihn mal hier stehen. Alles gut, Claudio. Lass es dir schmecken. Ja. Wir freuen uns einfach, dass du da warst. Ja, den Rest könnt ihr auch behalten. Dankeschön. Bitte schön. Bis zum nächsten Mal. Ja, Claudio wird zwar immer dreister, aber irgendwie mögen wir ihn ja doch gerne und lassen ihm alles durchgehen. Richtig. Hauptsache, er kommt in unseren Laden. Richtig. So, ich habe jetzt Handschuhe. Ja, es kann losgehen. Wir sind jetzt noch schneller. Und da kommt unser nächster Kunde. Der nächste Kunde, Donny. Yeah. Hallo. So. Ah, alles klar. Donny ist gekommen. Subway. Oh, das riecht hier schon echt gut. Das ist schön. Das genau, wir haben verschiedene Sandwiches da. Du kannst dir hier gleich das Brot aussuchen, die Beläge aussuchen, Soßen, gerne noch einen Cookie mitnehmen. Fühl dich einfach hier wohl bei uns. Okay, stell dich nicht in Frank, das hat Claudia da gelassen. Ja. Achso, okay. Ja, gut. Wundere dich nicht, dass wir mitten in unserem Laden Pfanddosen haben. Okay, also nimm dir auch Pfand an, ja? Dann würde ich mal einen Vollkornbrot nehmen. Dinkel. Dinkel. Nimm, ja, ne? Dinkel. Dinkel geht auch. Ja, gut. Habt ihr einen veganen Käse da? Leider nicht. Wir hätten welchen, aber der stinkt sehr. Der ist schon seit Ewigkeiten im Kühlschrank. Aber wir hätten vegane Mayonnaise. Genau, hast du dich schon entschieden, was da so alles drauf soll? Ein bisschen Gemüse. Also hier Tomaten, Gurken, Paprika, den Salat nehme ich auch. Die Falafeln sehen sehr gut aus. Aber die Zwiebeln kannst du bei mir weglassen. Ach, ich glaube, die Zwiebeln möchte ich mal an heute. Ja, genau. Da kann einfach alles drauf. Ich habe ja Handschuhe an, deswegen habe ich die ja an, damit ich hier auch einfach. Dann kann ich einfach greif zu, Kathi. Zugreifen und richtig üppig hier alles belegen. Tomaten auch, ne? Ja. Ja. So wollen wir das. Okay. So geht das doch immer. Ja. So machen die das immer. So machen die das. Mais auch, ne? Ja, genau. Dann nehme ich aber dann doch mal wieder hier. Kathi voll im Eskalieren. Voll gut. Oliven auch? Ah, ja, bitte. So, und Falafel, so ne? Genau. Ja. Auch da bin ich sehr großzügig. Und ich bin gerade froh, dass wir so viele Falafel gekauft haben. Falafel ist übrigens unser Geheimtipp. Alle lieben Falafel bei uns. Ja.
Ja, ich muss noch üben. Jetzt war ich gerade damit beschäftigt, das hier unten auch schön dicht zu kriegen. Ist es okay, wenn ich das wieder reinpacke? Ja. Okay. Dankeschön. Guten Appetit. Vorsichtig unten ein bisschen, das ist ja schwer. Halten, halten. Genau. Und ich würde auf jeden Fall als Nachtisch noch einen Cookie nehmen. Ja. Ich habe jetzt gerade diese schmierigen Hände. Wenn du ich gebe Ihnen ja, mal einen. Super. Dankeschön. Wie sieht das mit Bezahlung aus? Hatten Sie auch Pfand mitgebracht? Bezahlung? Achso. Ich wusste nicht, dass man hier bezahlen muss. Da stehen Preise. Da stehen Preise. Oh, irgendwie brauchen hier einige Leute, glaube ich, eine Brille. Ja, stimmt, auf jeden Fall. Ich brauche auch eine Brille. Ja. Okay, also ich gehe nur schnell mein Portemonnaie und dann komme ich gleich wieder. Schicken Sie gerne den nächsten Kunden. Bis okay, dann. Bis dann, ciao. Sie wirft ja auch noch was um. Also immer das Gleiche. Wirklich dreist, diese Kunden. Sehr, sehr dreist. Hallo. Hallo. Da komme ich gerne rein, so wie das hier aussieht. Genau, Eva ist schon mal hinter der Theke. Ja, wir machen Subs heute. Ja, da bin ich natürlich nicht weit entfernt. Es gibt leckeres Brot. Wir haben noch Olivenbrot, Zwiebelbrot und Peperonibrot. Kann ein halbes oder ein ganzes bestellen und jetzt lass mich raten, du nimmst ein ganzes, ne? Ja, natürlich. Wobei, ist ein ganzes das komplette Ding? Das komplette Brot. Wobei, also so viel Hunger habe ich jetzt auch nicht. Dann nehme ich mal ein halbes davon. Okay, was darf sein? Welche Brotsorte? Die erste Entscheidung. Das ist Olive, Peperoni und Zwiebel. Dann nehme ich Peperoni. Fantastisch, das ist sogar schon durchgeschnitten. Dann hätten wir Frischkäse, wir hätten Mozzarella-Käse, der ist gerieben, oder wir hätten Schablettenkäse. Dann nehme ich schwierige Entscheidung. Mozzarella-Käse. Mozzarella. Beim ersten Mal haben wir für alles einen Löffel oder eine Gabel benutzt, richtig. Aber es ist viel einfacher, wenn wir mit unseren Handschuhen reingreifen können. Richtig. Und so wird das ja auch bei Subway gemacht, genau. Ne? Genau. Dann kann man auch noch üppiger belegen, dann kann man einfach mal reingreifen. Wir hätten Pute, Hähnchen oder Schinken oder noch drei Falafel. Ich würde mir mal einen vegetarischen Sub machen. Ja. Dann würde ich vor allem hiervon was nehmen. Falafel sind auch vegan. Okay, dann nehme ich die. Genau, ich glaube, drei passt auch ganz gut. Drei passt ganz gut. Wir sagen nicht, dass die anderen Kunden vier bekommen haben. Dann will ich jetzt aber auch hier eine vierte haben. Wenn du möchtest, kannst du dir noch ein weiteres Sandwich mitnehmen für später, ne? Ja, ich glaube, eins reicht erstmal. Du musst halt nur dann ungefähr 10 € dabei haben. Die habe ich natürlich dabei. Also, von den letzten Besuchen... An Gemüse darf alles drauf? Genau, da kann alles drauf. Also von den letzten Besuchen hier, da weiß man natürlich, ich bezahle immer gut. Ich schaue nochmal hier bei Eva über die Schulter. Ich habe nicht die Preise angeschaut. Ich habe das tatsächlich so ein bisschen zusammengelassen, dann kann ich das nachher richtig gut. Hast du Soßen auch schon drauf? Soßen sind noch nicht drauf, die kommen nachher drauf. Oh. Wir versuchen immer mal wieder neue Techniken. Eben haben wir mit Soßen angefangen, aber... Mais, Zwiebeln, Jalapenos, Oliven, alles drauf? Nee, da gar nichts drauf. Da gar nichts? Das ist alles nicht so meins. Und was darf es an Soßen sein? Da ist natürlich eine gute Auswahl. Ja, alle, das wäre glaube ich eine sehr wilde Mischung, wenn ich jetzt hier einmal komplett alles durchnehme. Also ich nehme auf jeden Fall die und nehme ein kleines bisschen von der und nehme Ketchup nicht, sondern ein kleines bisschen noch von der. Okay. Der erste Kunde, der einen Senf nimmt, ne? Das war unser bin ich der erste. Was haben denn die anderen alle so genommen? Alle haben Falafel-Sandwich genommen. Anscheinend waren die sehr, sehr beliebt, die Falafel. Man sieht auch, dass sie sehr, sehr beliebt waren. Gut, dass ich mir da eben noch eine stibitzt habe, sonst hätte ich gar keine abbekommen. Und was haben die anderen so an Soßen genommen? Chili. Chili, Burger war sehr und beliebt. Mayo. Ah, okay. Ich hätte schon Angst, dass jetzt alle hier Ketchup genommen haben. Das wäre natürlich auch ein bisschen wild gewesen. Ein bisschen langweilig, ne? Ja, vor allem ist Ketchup bei Subway so die Standardsoße eigentlich auch nicht, oder? Nee, ich glaube so Honey. Aber wir wollen ja auch besser als Subway sein, deswegen das haben wir noch mehr Soßen. Genau. So, ich glaube, ich muss leider noch mal eins drum machen. Das? Weil... Ist doch okay. Dann können Sie das oben so ein bisschen aufreißen. Sehr gut. Ja, und das mache ich mal. So, ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Also vielen Dank. Und dann, darf noch ein Cookie dazu? Ja, sehr gerne. Bitteschön. So, dann muss ich jetzt mal schauen, wie viel ich zahlen muss. Also ich hätte ja ein halbes und der Cookie kostet auch 1 €. Ja. Und dann würde ich sagen, ich könnte jetzt natürlich mit Geld bezahlen. Aber Geld habt ihr ja schon, deswegen kriegt ihr was viel mehr wert ist, nämlich... Mein Handy? Eine Capri-Sonne. Die könnt ihr euch teilen. Macht auch mal Pause. Ihr arbeitet hier so viel, also macht euch gerne eine schöne Pause, trinkt eine Capri-Sonne. In Ordnung. Aha. In Ordnung. Aha, danke. Gerne. Können wir machen. Danke für den Zap. Danke für den Ciao. Buch. Ich finde, das ist nicht das Schlechteste, was wir bekommen haben heute. Also, es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und das Buffet hier ist auch ganz schön gut abgegriffen. Ja. Das war unser Buffet. Aber für uns ist auf jeden Fall auch noch was übrig. Wir werden uns jetzt auch noch ein leckeres Sandwich machen. Was hättet ihr euch auf euer Sandwich drauf gemacht? Genau. Was hätten wir euch drauflegen sollen? Und welche Soßen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ein Lieblingssandwich. Ja, gerne alles kommentieren. Oder hat bei uns vielleicht was gefehlt, wo ihr sagt, das gehört bei Subway unbedingt dazu? Und wie viele Cookies hättet ihr euch bestellt? Ja. Gerne alles kommentieren und dann natürlich einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Uns hat es wieder viel Spaß gemacht. Wir freuen uns aufs nächste Mal und bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
3 Euro ist zu wenig. Das ist absolut zu wenig. Ich hab schon gesagt. Ich hab die auch. Aua. Ich hab die Kunden beworfen. Okay, ja. Felix, schön, dass du da warst. Du schubst mich schon wieder. Ja, die schubst mich schon wieder. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu DIY-Inspiration und herzlich willkommen in unserem neuen Store. Er ist noch nicht ganz fertig. Genau, wir eröffnen heute wieder einen Pop-Up-Store und heute einen besonderen, und zwar einen Fidget-Toy-Store. Squishies gibt es und noch viele andere Fidget-Toys. Wir zeigen euch natürlich jetzt auch gleich, was wir alles so da haben. Wir sind gerade am Aufbau. Wir haben hier einen großen Pool mit Obbys-Perlen, die wollen wir abwiegen. 100 Gramm sollen ein Euro kosten. Genau, wir haben so Mini-Beutel. Die Waage steht daneben, dann kann man die immer so rausfischen. Wir müssen gleich noch einen Löffel oder einen Becher oder eine Kelle oder so. Genau, so eine Kelle. Und dann kommt das hier, dann wird das hier so draufgelegt und dann muss man das bezahlen. Dann kann man sich die mitnehmen, wenn man sich zu Hause vielleicht einen eigenen Anti-Stress-Ball selber machen möchte oder wenn man sich eine Badewanne voll machen möchte oder so. Oh, das gilt ja eigentlich schon so als Mini-Anti-Stress-Ball. Ja, wir haben hier so einen Scheinwerfer und der ist wasserdicht und den wollen wir hier in den Pool einfach mit reinlegen. Boah, wie cool ist das denn? Also das ist so ein Gartenstrahler. Wechsel mal kurz so durch. Ja, sieht alles sehr cool aus. Das ist alles jetzt gut. Machen wir mal automatisch. Ja, mal sowas könnten wir machen. Yay! Das ist mir ein bisschen zu party-mäßig. Party-Mode. Ich mach nur auf Slow. Das ist schön. Das gefällt mir. Ja, genau. Sowas hatte ich mir vorgestellt. Die Kelle ist drin. Das Ding leuchtet. Wir müssen uns jetzt auch ranhalten. Wir sind die ganze Zeit schon hier mit unseren Obbys-Pennen beschäftigt. Wir haben hier so richtig schönes Neonpapier liegen. Man nimmt sich einen Stift und ein neonfarbenes Papier. Oh, guck mal, hier sind noch Tattoos dazwischen, die gehören gar nicht zusammen. Wir können auch Tattoos verkaufen. Ach, das ist ja kein Fidget-Toy. So, ich hatte mir überlegt, genau, da haben wir schon eben gesagt, 100 Gramm kosten 1 Euro. Das sind schon mal die Obbys-Perlen. Das kommt hier. Dann hatte ich mir hier überlegt, die etwas größeren vielleicht 50 Cent, die kleinen 20 Cent. Ja. Und die Einhörner 70 oder 1 Euro? Ja. 1 Euro. Darf also alles nicht so günstig werden. 50 Cent, genau. Die sind ja sowieso immer so unverschämt, unsere Kunden. Mal gucken, was heute passiert. Hier sind übrigens noch unsere richtig guten Anti-Stress-Bälle. Ja, das wird richtig teuer. Der kostet so 4 Euro. 5 Euro oder so. Ich würde einfach mal 5 Euro dran schreiben. Es ist ja ein Flohmarkt, sie können ja handeln. Ja, die können alle so auf dem Herz. Der ist da so toll. Der kostet 9 Euro, oder? 9 mindestens. Mindestens 9 Euro. Sag 10, dann können sie uns auf 9 runterhandeln. Okay. Mixpack. Stück 50 Cent. Ja. Oder wir machen da wieder so einen Preis. 3 Stück 1 Euro oder so. Ja. Sowas ist auch immer cool, oder? Das ist sehr gut. Ich mach das bei T-Shirts, wenn ich im Klamottenflohmarkt T-Shirts verkaufe, auch immer. Dann gibt's für 5 Euro 3 Stück oder so. Jetzt erstmal Preise. Wir hatten hier gesagt, 3 Stück 1 Euro. 1 Stück 50 Cent. Oh, 50 Cent. Gadi, erinnerst du dich an den? Ja, ja. Sehr gute Idee. Das hier ist ein Matsch-Alien. Das kann man so rausnehmen. Und das ist eigentlich kinetischer Sand. Aber man kann ein Alien daraus basteln. Ich will es jetzt nicht auskippen. Macht wahrscheinlich der erste von unseren Kunden gleich. Und hier ist dieser so ähnlich, nur es klebt besser zusammen. Das ist einfach so hübsch. Vielleicht tue ich das hier so auch also als kleine Spielecke aufbauen, um es schon so ein bisschen so zu animieren, das zu kaufen. Welche Preise nehmen wir bei den Squishies? Boah, ich würde sagen 3 Euro. Das ist ein guter Preis. 3 Euro. 4 Stück 10 Euro. Genau. Dann kannst du mir eins schreiben, wo steht Preis auf Anfrage. Das kleben wir hier so neben. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie unser Shop ankommen wird. Ja, auch. Nein. Kennt ihr jemanden, der kein Fan von Fidget Toys ist? Ich glaube, diesen Alien, der ist auch für 3 Euro. Ja, der gehört da so dazu. Oh, aber der hier ist ja teurer. Der ist teurer. Vielleicht ist. Wir können ja auch noch eine kleine Auktion stattfinden, oh, ja. Wo wir den versteigern. Was haltet ihr davon? Finde ich gut. Hier vielleicht so 3 Euro auch. Ja, ich würde sagen. Wollen wir die dann einfach dazulegen, hier oben bei den Sachen? Genau, das ist so der 3 Euro Bereich. Hier würde ich auch sagen, die können so 1 Euro kosten. Ja, das machen wir dann. Gehört hier Stück 50 Cent und 3 Stück 1 Euro. Gut, ich würde sagen, wir sind bereit für unsere Kunden. Genau, noch ein bisschen die Stifte hier wegräumen, damit alles aufräumen. Ordentlich aussieht. Wir brauchen auch noch ein Schild für die Tür und vielleicht auch noch für hier vorne. Wir hatten ja sonst bei unseren anderen Geschäften auch immer so ein Schild. Ich schreibe mal ein Schild, wo Fidget Toys draufsteht. Ich glaube, wir haben noch kein Preisschild für die Anti-Stress. 3 Euro ist zu wenig. 3 Euro ist zu wenig. Das ist absolut zu wenig. 6, 5, 5, 5 Euro? 5 Euro. 5 Euro? 5 Euro! So, die Frage ist jetzt, kann dieser Store mit unserem Einhorn-Store mithalten? Ich glaube, der Einhorn-Store war bisher der beliebteste Store. Store. Und dann machen wir erstmal unser Video. Ja. Und ich habe auch eine Idee, wie wir das Video aufziehen. Wir können ja so sagen, du hast Stress.
Du fühlst dich gestresst? Dann komm doch einfach in Eva und Katis Fidget-Toy-Store. Hallo! Du hast Stress? Oder du brauchst ein bisschen Entspannung? Dann bist du bei uns im neuen Fidget-Toy-Store hier von Eva und Kati. Richtig? Genau. Komm einfach vorbei. Wir haben ganz, ganz viele coole Sachen. So, die Kunden sind zwar schon eingeladen, aber ich bin gerade auf eine geniale Idee gekommen. Wir haben hier noch Luftballons und wir wollen noch anbieten, Live-Squishies selber zu machen. Da braucht man ja einfach so einen, ja, einen Trichter, eine Flasche und dann kann man von oben die Orbisperlen da reingeben. Und dann machen wir hier live ja, kleine Anti-Stress-Bälle. Und ich glaube, da kommt auch schon der erste Kunde, oder? Oh, ich habe heute so viel Stress. Kriege ich hier Hilfe? Kriege ich hier Squishy-Toys? Ja! Sehr gut! Da sind sie bei uns genau richtig. Natürlich. Hallo René! Hallo! Du bist gestresst? Ich bin sehr gestresst, ich bin so gestresst. Ich brauche unbedingt ganz viel Squishy-Toys. Ich glaube, du solltest direkt hier zu unserer... Wobei, wenn ich das hier sehe... Das ist schon ganz viel Stress wieder weg. Gramm 1 Euro, ich kann was für dich abwiegen. Also, ja, du weißt natürlich, wenn ich hier zu Besuch bin, dann ist Geld gar kein Thema, ne? Also, ihr werdet natürlich... Geld spielt für René keine Rolle. Natürlich nicht. Also, ihr werdet natürlich gut bezahlt. Schau dich erstmal um. Darf ich die auch austesten? Ist auch okay, wenn du das hast, ist aber nichts kaputt machen, bitte. Was du kaputt gemacht wird, wird bezahlt. Ja. Nichts klauen auch. Achso. Klauen und kaputt machen mögen wir nicht so. Wir haben dieses Mal sogar Wechselgeld da. Ah, okay, ja, aber ihr kriegt auch ein bisschen Trinkgeld, also... Das Wechselgeld, das werden wir nicht brauchen. Also wir haben hier normale Squishy-Toys, wir haben hier richtige Squishies. Und... Was sind denn normal und richtige? Normale Squishies? Wir haben hier einen Experten vor Ort. Ja, aber ich habe schon gesagt, ich bin sehr gestresst, da passiert das mal, dass man mal so ein bisschen durcheinander kommt. Ja, möchtest du, dass ich dir das nochmal ein bisschen präsentiere? Also das sind so die Sachen, die man so ziehen kann. Das sind die Sachen, die man knautschen kann. Hier sind Fingerskateboards. Ja. Hier, ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Da sind so kleine... Bohnen, die man rausdrücken kann. Nee, Erbsen. Das hier ist auch sowas, da kann man, das kann man so unendlich weiter bewegen. Hier, ich glaube, das ist dir ein Begriff. Ne? Der ganz klassische Squishy-Mashball. Und hier sind nochmal so Kleinigkeiten. Da ist eigentlich so für jeden noch was dabei. Ja. Und da gibt es auch ein Sonderangebot heute. Wenn du 3 Stück nimmst, 1 Euro. Ja, da muss ich natürlich schon mal zuschlagen. Wir haben auch Pobbles. Dann nehme ich mal... Pobbles. Ja, das ist gut. Ein Fidget Spinner nehme ich natürlich auch mit. Das Ding nehme ich noch mit. Skateboard würde ich nicht nehmen, weil ich glaube, selbst bei dem Ding brauche ich noch Umfälle. Aber so einen will ich noch nehmen. Ein Stück 3 Euro oder wenn du 4 Stück nimmst, 10 Euro. Wir verdienen heute richtig Geld, Kati. Ja, ich glaube ich merke, auch. Ich merke, wir haben hier so einen Kunden, der einfach schwach wird also, bei unserem Leben. Ja, ich werde hier überall schwach. Und ich überlege gerade, was Donny und Claudio gerne hätten, damit ich das natürlich nehmen kann. Boah. Um denen das zu schenken oder denen das wegzukaufen? Ich wollte gerade sagen, Donny kommt ja gleich selbst noch, hoffentlich. Also, ich glaube, ich muss schon fast hier mit einem Auto vorfahren, damit ich die ganzen Squishies nehmen kann. Boah, der sieht doch cool aus. Ja, den nehme ich auch. Nein, das passt so, das passt so. 4 Squishies sehe ich da. Ja. 4 Stück, 10 Euro, genau. Und du hast glaube ich, schon davon nach vorne was für 1 Euro. Also bei 11 Euro sind wir insgesamt, ne? Ja. Darf auf jeden Fall auch eine Tüte Orbisbälle sein. Ja, die nehme ich natürlich auch noch mit. Reicht so eine kleine das oder eine Littertüte? Dann nehme ich 100 Gramm, dann machen wir 12 Euro. Haben Sie diesen fantastischen Sand gesehen? Kriege ich den gratis noch dazu? Ja, den Schnipsel, ja. Danke. Hier wird man natürlich sehr, sehr gut bedient. Dann fahre ich wirklich nochmal mit einem Auto vor, damit wir den einladen können. Das ist gut. Guck mal, wie gut ich bin. Ich habe 94 Gramm. Da muss ich jetzt einfach noch 5 weitere kleine Kugeln dazu machen. Dann ist eine Kugel 1 Gramm? Weiß ich nicht. Wir wissen es nicht. Nee, muss noch mehr. Da, ich will jede einzelne Kugel bis 100 Gramm. Musst du eine durchmachen? Ich mach noch 4 Kugeln mit rein. Das wird jetzt gut. Und es ist eine extra. Das wird schon passen? Ja, jetzt sind es 101 Gramm. Ich denke, also, da kann man nichts machen, aber den 1 Gramm, den nehme ich noch dazu. Das ist natürlich sehr, sehr großzügig und großzügig bin ich auch. Aber ich würde sagen, über Geld spricht man nicht. Deswegen würde ich sagen, macht einfach die Augen zu, macht die Hand auf und dann kriegt ihr die 12 Euro. Ich habe schon gesehen. Ich habe die Augen nicht zugemacht. Also ich habe schon gesehen, das sind 6 Cent. Ich lege so mein Geld dazu. Ja, runden wir grob auf, aber wir passt schon. Ja, ist grob aufgerundet. Ist erstmal in Ordnung. Mal gucken. Ich glaube, ich habe Donny draußen schon gesehen vom Fenster. Ja, von dem müsst ihr gar kein Geld erwarten. Ich hatte zwar wenig Geld dabei, aber der wird hundertprozentig gar kein Geld mitbringen, weil das ist ein Geizhals. Nein, der Donny, das ist ein ganz vernünftiger Kerl, René. Achso, du sagst es so, als wenn ich das nicht wäre. Du hast 6 Cent mitgebracht. Ja, ich bezahle beim nächsten Mal wieder mit dem 500er-Schein. Ach Mann. Dann habt ihr wieder mehr Geld. Ein gutes Erlebnis. Eine gute Ausbeute hier. Empfehlen Sie uns weiter. Mach ich. Ich bin jetzt, glaube ich, schon viel beruhigter. Wir haben den das Stress ist ja auch irgendwie jetzt. Schön gedacht. Wir haben den Stress jetzt. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn wir jemanden wie René, der einfach gestresst war, wenn wir dem was Gutes tun konnten. Okay, jetzt raus. Ciao. Ich habe noch was gefunden, was wir eigentlich, verkaufen können. Wir kennen René, eigentlich dürfen wir den gar nicht mehr reinlassen in unsere Geschäfte. Weil bei dem können wir einfach nichts verdienen. Guck mal, ob da vielleicht noch ein weiterer Kunde kommt. Ich muss sagen, es gibt nichts tatsächlich, was entspannender ist als das hier. Herzlich willkommen in unserem Fidget
Toy Store. Felix hat eine neue Frisur. Oh. Ja. Ja, herzlich willkommen im Fidget Toy Store. Das kostet 1 Euro. Da reinzufassen? Ja. Nee, das kostet 1 Euro, sich 100 Gramm mitzunehmen. Und du kannst dir so viel mitnehmen, dass du dir eine eigene Schale machen kannst zu Hause, wo du dann reinfassen kannst. Das wollte ich schon immer mal machen. Das haben wir eben auch gemacht. Ja, darfst du. Es leuchtet auch. Ja. Das ist nicht eklig. Das ist irgendwie nass. Eva, wolltest du da nicht mal drin baden? Ich werde da auch drin baden. Wann? Das weiß ich noch nicht. Eine Minute, 1 Euro. Ja, das ist keine Life-Experience. Ach so, man muss was kaufen. Man muss schon was kaufen. Machen. Ja. Also das ist eigentlich unser Ziel. Okay. Das ist ein Geschäft. Gut. Aber Kathi, wir haben auf jeden Fall Erfolg. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ja. Also ich merke, der Laden kommt extrem gut an. Nur die Kunden sind halt leider manchmal etwas geizig. Ich bin nicht... Dich meine ich nicht, Felix. Ach so. Ja, gut. Schlechte Nacht. Ich habe kein Geld mit, ich hab's vergessen. Oh. Ja, also ich bin nicht grundsätzlich geizig, ich habe einfach nichts dabei. Ist in Ordnung. Ich, ja, kann, ich kann euch, also ihr könnt das irgendwie aufschreiben und ich bring's nachher vorbei. Okay. Ist das okay? Vertraut ihr mir? Ja. Ja, dir vertrauen wir, weil wir haben an Felix das meiste Geld bisher überhaupt in unseren Geschäften verdient. Felix hat uns 13 Euro gegeben. Ein ehrlicher Euro Mensch gegeben. Ist, der immer mit Geld ankommt. Soll ich dir jetzt ein Preis bisschen... Ja, komm, ich fülle Felix ein paar. Ja. Ja. Hier ist die nächste... Station, wo also man ein finde, bisschen was erleben das kann. Einfach anbieten, weil wenn ihr das anbietet, als dass man das vor Ort alles ausprobiert. Macht, ja, und auch macht, dann, dann verkauft ihr das ja nicht, sondern ihr könnt es immer und immer wieder benutzen. Felix hat gute dafür, Ideen. Felix möchte, dass wir nicht ein Flohmarkt oder ein Geschäft haben, sondern dass das Ganze so ein Freizeitpark wird, ne? So in etwa, ja. Ich bin gerade damit beschäftigt, 100 Gramm Kugeln machst du das nach Gefühl? Ich hatte gerade so viel, deswegen mache ich nach Gefühl gerade wieder welche raus. Ich spiele auch die ganze Zeit mit dem Sand. So, was gibt es denn sonst noch? Also, es gibt Squishies, die kann man von der anderen Seite besser sehen. Darf ich die komplett rumgehen? Du darfst gerne komplett rumgehen. Ich kann dir auch komplette Erfahrung. Möchtest du, dass ich dir einen Anti-Stress-Ball selber mache gerade? Ja, warum nicht? Ja komm, das hier sind 103 Gramm. Die 3 Gramm gehen auch aus. Oh, danke schön. Jetzt mache ich dir noch einen Anti-Stress-Ball. Ja, auch schon fast Anti-Stress-Ball. 10 Euro? Ja. Ja. VB? Verhandlungsbasis. Es findet gleich noch eine Auktion statt. Oh. Hier wird jetzt gerade eine Live... wie nennt man sie? Live-Vorführung. Eine Live-Vorführung geben. Bitte filmen Sie das. Ja! Alle 2 Stunden wir werden hier Anti-Stress-Bälle. Wie im Tierpark eine Fütterung gefüttert. Stimmt, wir wollten auch so ein Drehding selber machen. So, hier. Das Drehding. Was für ein Drehding? Das Drehding. Okay, 3 Euro. Das kostet nur 3? Das kostet nur 3. 10 Stück, nein, 4 Stück kosten 10 Euro. Ich nehme nur den. Und 10 Stück 40 Euro. Okay, so, nur den. Felix? 3 Euro. Oh. Aua! Ich hab die Kunden beworfen. Okay, dann sind das 4. Der selbstgemachte Anti-Stress-Ball von Kathi kostet 5. Wir sind mindestens bei 10 oder 12 Euro. Ich glaube, bei 9 Euro, oder? Bei 9. Hast du da jetzt wir haben ja noch nichts verdient heute. Ja, stimmt auch wieder. René hat uns wieder Kleingeld gegeben. Oh. Also 6 Cent. Und das hat ihr durchgehen lassen? Nein. Es ist rausgeflogen. Wir haben uns nicht getraut bei René. Ich habe ihn rausgeschmissen. Ich habe gesagt, raus, da ist die Tür. Aber vielleicht noch mal eine Frage an dich. Ich meine, du bist ja ein Experte. Wie findest du den Laden? Spaßig. Also ich habe ja meine Verbesserungsvorschläge schon gegeben. Ja. Aber ansonsten, also ich habe schon wieder eingekauft. Wie würdest du ihn im Verhältnis zu unseren anderen Stores einordnen? Vielleicht müsstet ihr noch was zu essen noch zusätzlich anbieten. Das wäre noch vielleicht gut. Etwas, was dann auch so... ich hätte eine Idee, man könnte zum Beispiel so M&M's oder so, mit denen kann man dann erst spielen und die dann noch essen. Aber wir haben noch Kracher draußen. Eigentlich spielt man ja mit, eigentlich mit Essen, nee. Ja, einfach nur zusätzlich vielleicht noch... Vielleicht eine kleine Snackstation. Genau, eine Cappuccinos. Okay, ja. Felix, schön, dass du da warst. Ich gehe schon, du schubst mich schon wieder. Schick Donny rein. Felix war so lange da, dass Donny gegangen ist. Felix ist sehr empfindlich. Ich habe so vorsichtig mit der Hand an seine Schulter gemacht. Und er so, Kathi schubst mich schon wieder. Ja. Oh, da klappt es. Ein Kunde. Hallo, Donny, komm doch rein. Ja. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich habe schon gemerkt, dass ihr gesagt habt, dass man, wenn man gestresst ist, soll man vorbeikommen. Ja. Bist du gestresst? Ja, sowas oder muss von, ich dir erst ein bisschen Stress machen? Nein. Ich bin wirklich gestresst. Ich habe gerade ein paar Brawl-Matches gemacht. Und da wirklich im 10 gegen 10 teamen einfach Leute zusammen und das regt mich einfach so auf und ich muss irgendwie meinen Frust loswerden. Habt ihr wenigstens gewonnen? Nein. Oh. Okay, da empfehle ich dir dieses fantastische Einhorn.
Kann man das gut gegen die Wand werfen? Das kannst du so. Boden, guck mal, das ist weggeflogen. Boah, das ist echt cool, ja. Also das. Was habt ihr noch so da? Donny, ja. Jetzt werde ich auch noch beworfen. Also guck mal hier, ich glaube, das wird schon ein bisschen deine Laune aufbessern. Okay, was ist das? Guck doch mal. Du kannst auch die Hand reinstecken, das macht automatisch glücklich. Ja? Ja. Hat Felix gesagt. Guck mal, wie er lacht. Das stimmt, wirklich, das ist echt cool. Also nehme ich, ups, dann nehme ich eine Tüte davon. Möchtest du 100 Gramm in einer Tüte? Oder möchtest du, dass ich dir einen Anti-Stress-Ball daraus mache? Oh, ein Anti-Stress-Ball wäre super. Ja. Alles vorbei? René war da. Ah, okay. Er hat leider nicht. Der ist gestresst? Ja. Wirklich? Und dann hat er uns gestresst, indem er uns 6 Cent gegeben hat. 6 Cent hat nur? Er hat 12 Euro eingekauft. Boah, ist und richtiger Geiz halt hier, oder? Und er hat gesagt, wir sollen die Augen zumachen und dann hat er uns das Geld gegeben. Ja. Felix hat wieder mal anschreiben lassen, aber bei Felix, dem vertrauen wir, der hat uns tatsächlich schon mal bezahlt. Der hat schon mal 12 Euro bei uns bezahlt. Richtig. Ah, okay. Im Einhornstore. Im Einhornstore. Da hat er sich einen guten Namen gemacht. Richtig. Das ist unser bester Kunde. Und dann haben wir hier diese fantastischen Squishies. Ja. Da kosten, eins kostet 3 Euro und 4 kosten 10 Euro. Ja, okay. Was ist denn hier? Ach, wir sind hier unter der Banderole, haben sich auch ein paar, ja. Und was ich Obbys absolut gesammelt. Empfehlen kann, sind hier diese Poppels. Was macht man mit denen? Die drückst du dir einfach rein. Das ist ein bisschen die Knisterfolie, nur dass das dann, kannst du das immer umdrehen. Dann kannst du das Einhorn wieder umdrehen. Das ist so gut. Boah, das ist richtig gut, das nehme ich auch. Wir haben das auch als T-Rex. Wir hätten einen Einhorn oder einen T-Rex. Dann nehme ich den T-Rex. Dankeschön. Dankeschön. Das beruhigt sofort, Leute. Das beruhigt sofort. Ich habe schon ein paar Orbisbären hier verloren. Ah, danke. Oh, das ist echt gut. Das ist wirklich. Wir das beruhigt sofort, eine Leute. Das so beruhigt stressige sofort. Atmosphäre. Die Kunden einfach einkaufen. Also genau, ich würde auf jeden Fall. Kennst du den schon? Den nehmen. Was ist das? Der ist glücklich. Ah, okay. Und jetzt ist er böse. Und den kann man drehen und also immer wieder zurück. 10 Euro Verhandlungsbasis, da findet gleich eine Auktion statt. Was? Wirklich? Ja. 10 Euro, also wenn ich die jetzt für 10 Euro kaufe, dann ist das meiner? Nee. Oder? Die, also, wie läuft das denn? Haben wir bisher andere Kunden, die Interesse daran haben tatsächlich? Felix, oder? Ja, müssen wir Felix gleich vielleicht nochmal wiederholen. Und vielleicht kommt ja Claudio auch noch. Vielleicht kommt Claudio nochmal, ja. Okay, den will ich jetzt auf jeden Fall wegkaufen. Ja. Was? Wenn es jetzt 20 gibt, ist es okay. Wenn du 20 gibst, ist er weg. Ich muss da kurz gucken, ob ich so viel da habe. Ich habe nur noch 15 da. Geht das auch? Mit denen hier zusammen? Nee, das was? Geht nicht. Oh, das können wir nicht in diesem Fall heute das nicht. Das können wir nicht machen. Oh, okay, gut. Dann nehme ich auf jeden Fall die drei. Ich glaube, das reicht. Ja. Aber wir wissen jetzt, dass du 15 wir müssen das zusammenrechnen. Der Anti-Stress-Ball kostet... Ja, 10 Euro bestimmt. Wir wiegen den mal. Wir wiegen den mal aus. Wir haben eben bei Felix den Fehler gemacht und haben ihn einfach so gegeben. Ja, stimmt. Wobei, wahrscheinlich hat er sogar mehr bezahlt. Er hat gar nichts bezahlt. Der kostet 1,69. Okay, das ist 3 Euro. 5 Euro. 5 Euro und dieser Squishy. Der kostet nochmal 3 Euro, oder bist du bei 8? Okay, gut, dann nehme ich die drei Sachen. Ich glaube, das reicht auch, um meinen Stress gegen die Wand zu feuern. Ja, sehr gut. Fantastisch. Oh, vielen Dank. Ich glaube, mir geht es jetzt schon viel besser. Vor allem, wenn ich gleich weiß, dass ich meinen Stress an den Sachen hier auslassen kann. Hör mal, Donny, du hast uns 10 Euro gegeben. Du darfst dir hier aus dieser Kiste noch eins aussuchen. Oh ja, okay, cool. Und, nimm okay, das gut, Taschenpoppet. Das nein, er darf sich selber eins aussuchen. Okay, was ist das hier? Das sieht ziemlich cool aus. Ja, das ist Galaxy. Eva, versuch doch mal, die Kunden zu beeinflussen. Ich nehme diesen Zauberwürfel. Den kann man auf ganz viele unterschiedliche Weisen drehen und... Ich mach dem Kunden noch mal ein bisschen mehr Stress. Ja, genau. Okay, dann nehme ich diesen Würfel. Ne? Ja, super. Genau, oh, perfekt. Viel also dann hast du heute auf jeden Fall gewonnen. Gelohnt, vielen Dank, ja. Und der Laden, der läuft noch ein paar Stunden, also wenn du später nochmal Stress hast, komm einfach rüber. Okay, mache ich auf jeden Fall. Ganz genau. Und was hat René? 6 Cent hat er gegeben? Ja. Was ein Geiz halt. Also das ist wirklich und unfassbar. Und weißt du, er hat glaube ich über dich doch, hat er nicht gesagt? Er hat über dich gesagt, du bist er hat glaube ich angekündigt, falls Donny kommt, der ist der richtige Geiz. Aber da habe ich schon gesagt, dass das stimmt. Also Donny genau. Ist jetzt mit Donny, Felix zusammen auf Platz 1 unserer Lieblingskunden. Ja. Yes. Also, vielen Dank, Leute. Und dann würde ich sagen, bis später. Einen schönen Tag noch. Danke euch auch. Ciao. Kommen Sie gerne wieder, empfehlen Sie uns weiter. Mach ich. Geld verdienen. Ja. Also das war wirklich sehr gut. Danja ist im Urlaub. Die kommt heute nicht vorbei. Ja, aber... Aber vielleicht der Claudio. Ich glaube, Claudio wird auf jeden Fall noch vorbeischauen. Ja. So, ihr Lieben, Claudio ist leider nicht mehr gekommen. Der hat einfach wohl keinen Stress. Der scheint ja auch in Ordnung zu sein. Der scheint einfach total locker drauf zu sein, total entspannt. Absolut in Ordnung. Beim nächsten Mal ist er bestimmt wieder da. Wir finden auf jeden Fall, dass der, unser unser Fidget-Toy-Store, dass der echt gut gelaufen ist. Es hat viel Spaß gemacht. Ja. Ich finde vor allem dieses Abwiegen hier und dieses Live-Experience. Live-Experience. Stressbälle machen, hat echt Spaß gemacht.
Wie hat euch denn mal unser Laden heute wieder gefallen? Gerne unten reinschreiben. Was hättet ihr gekauft? Was hättet ihr gerne ausprobiert? Hättet ihr euch auch von Kathi einen Anti-Stress-Ball machen lassen? Hätte ich auch gerne gemacht für euch. Also, wir haben noch so viele Obis-Perlen, also da hätte ich noch bestimmt für 10, 20 Leute einen schönen Anti-Stress-Ball machen können. Wir suchen uns jetzt nochmal selber so ein paar Sachen raus. Ich muss sagen, ich liebe ja diese Schlangen hier. Ich habe ja auch schon gerade wieder was in der Hand. Der ist so gut, dieser Anti-Stress-Ball. Das ist doch der, wo wir dieses Set hatten, ne? Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt mal in die Kommentare nochmal, was ist euer allerliebstes Fidget-Toy. Wäre heute etwas für euch dabei gewesen hier bei uns im Laden. Und abonnieren, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss. Ich würde diesen Laden überhaupt nie wieder verlassen. Was ist denn los bei euch? Wenn man möchte, schminke ich dich auch. Ich fühle mich betrogen vom Glitzer. Betuppt. Ja, was machst du denn? Ups. Was ist passiert? Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen zu DIY-Inspiration und herzlich willkommen in unserem neuen Show! Wir haben einen neuen Candy Store, einen Einhorn-Candy Store. Wir haben schon alles vorbereitet und wollen jetzt gleich noch unsere Kunden einladen, aber wir wollen euch natürlich vorher einweihen und euch alles zeigen. Mhm. Boah, ich liebe diesen Laden. Und das ist der coolste Laden, den wir bisher gemacht haben. Ich glaube auch, es ist richtig cool geworden und es gibt richtig viele verschiedene Stationen hier bei Kathi im Studio. Wir gehen einfach mal durch. Wir fangen vielleicht mal ganz hier vorne an der Tür an. Hier ist eine Fotobox. Hier kann man sich mit einem Einhorn fotografieren lassen und mit verschiedenen so kleinen Schildern, die man dann noch aufhalten kann. Und auch mit den ganzen anderen Sachen, die man noch im Laden entdecken oder kaufen kann. Genau. Ich würde sagen, Sie müssen einfach alles kaufen, mit dem auch Licht aufgestellt, damit man schön angestrahlt wird und dann sitzt man hier in der Ecke. Gehe ich mal hier oben, da sind schon ein paar Einhornsachen. Hier ist noch eine Einhornmütze. Setz sie mal. Kann man alles heute hier bei uns kaufen. Mhm. Oder du kannst sie auch aufbehalten. Ich kann die aufbehalten, wir können sie trotzdem verkaufen. Dann ist hier der Bereich, wo Süßigkeiten sind. Wir haben verschiedene Süßigkeiten mit Einhörnern oder mit Herzchen mit rosa Glitzer. Und hier unten geht es auch noch weiter. Hier sind diese Wunderland mit Lakritz. Ach so, und Eva hätte auch noch so einen coolen Einhorn-Lolli hin. Hier sind noch die Regenbogen-Editionen von Katjas. Ich mach mal hier weiter. Hier sind so ein paar Nagellacke, alle natürlich in so Einhornfarben, in Glitzer und Rosa. Hier so Lippenstifte und Glitzer-Make-up. Hier unten Bastelmaterialien mit Einhorn oder in den passenden Farben, mit denen man coole Einhörner basteln kann. Oder hier kleine Glitzersteine und Washi-Tape. Und dieses Mal ist auch alles Verhandlungsbasis. Ja, genau. Also wir haben keine Preise dran, wir kennen ja unsere Kunden schon. Ja, ne? Wir haben Erfahrungen gemacht mit den Kunden. Es ist besser, wenn man da erstmal nichts dran schreibt. Und ich hoffe, sie bringen einfach wieder die 500-Euro-Scheine mit. Ich zeige euch die Cupcakes. Hier gibt es was zu essen. Also wir haben ja schon die Süßigkeiten, aber hier gibt es die Einhorn-Cupcakes. Oh, die sehen total schön aus. Mit essbarem Glitzer. Und die kann man sich natürlich auch selber noch so ein bisschen mit den Süßigkeiten von hier dekorieren, je nachdem, was man halt möchte. Dann gibt es noch mehr essbaren Glitzer und es gibt Brauseperlen. Oh, schön auch und so in Regenbogenfarben. Ne? Wir haben auch eine Mini-Starbucks-Ecke. Geh mal hier so rüber. Man kann sich Starbucks Unicorn Frappuccinos machen lassen. Wow. Auf Wunsch. Der Shake steht hier schon mal vorbereitet. Es gibt blauen Zuckerguss dazu. Und es gibt natürlich auch Sahne oben drauf. Darf alles nicht fehlen. Dann haben wir noch so eine DIY-Station. Hier bemalen wir live Einhorntassen. Mhm. Man kann sich auch noch einen Namen aussuchen für sein Einhorn und sich das da drauf schreiben lassen. Ja. Und die wichtigste Station, die Sticker-Station. Wenn ihr unser Sticker-Video noch nicht gesehen habt, 1000 Sticker bestimmen unseren ganzen Tag. Hier ist eine kleine Auswahl an Regenbogen, Einhorn und Lama-Stickern daraus. Also alles, was so in die Einhorn-Galaxy-Richtung geht. Und Pastell. Da bin ich sehr gespannt, wie dazu gegriffen wird und wie wir da auch die Preise raushandeln können. Ja. Hier oben, sage ich auch mal, da haben wir unsere Einhorn-Girlande. Die ist schon ziemlich alt, die haben wir schon lange. So, ich glaube, hier habe ich noch nicht gezeigt. Hier sitzen auch noch so ein paar niedliche kleine Einhörner. So sieht's aus, wenn man hier reinkommt. Also ich würde sofort in diesen Laden gehen. Ich würde diesen Laden überhaupt nie wieder verlassen. So, wollen wir wieder ein Video aufnehmen und unsere Kunden einladen und hoffen, dass jemand kommt? Auf jeden Fall. Und was ab? Nein. Hallo Kamera. Einmal drehen. Sehe mich das erste Mal mit der Mütze. Sieht süß aus. Hi. Ihr liebt Einhörner? Dann kauft doch in unseren Einhorn-Candy-Store. Genau. Wir haben nicht nur Süßigkeiten, sondern auch viele andere coole Sachen rund um Einhörner. Also direkt vorbeikommen. Genau, in Kathis Studio. Okay, mal gucken, wann die ersten Kunden kommen. Genau, ich halte schon mal die Kamera bereit. Mal schauen, ob hier jemand kommt. Aus dieser Richtung. Und ich bin schon gespannt, was die so von unseren verschiedenen Stationen hier in unserem Laden halten. Ich verschicke das Video. Okay. Jetzt heißt es ein bisschen warten. Jetzt heißt es abwarten. Oh, ich sehe, da kommt Kundschaft. Ich komme, ich bin Kundschaft und ich möchte... Oh mein Gott, hier geht ja richtig die Party ab. Ja. Oh, das kann mir... Oh, guck mal. Ja, das wusste ich. Guck mal. Wusste ich nicht. Mhm. Kann ich das kaufen?
Nein. Wir wollten das doch verkaufen, Eva. Nein, ich will das nicht mehr verkaufen. Hä, das ist ja richtig cool hier. Ich raste aus. Soll ich dir mal ein bisschen was erklären? Ja, du kannst entweder dich in der Fotobox mit einem Einhorn fotografieren. Ich möchte das. Ja. Du bist halt die erste Kundin, deswegen ist das alles noch ein bisschen holperig hier. Das ist in Ordnung. Kannst du dir natürlich auch noch was aussuchen, was du mit dem Einhorn vielleicht zusammen dann hochhältst oder so. Ja, also ich glaube, ich nehme das hier, wo hier Selfie draufsteht. Ja. Und dann machen wir das so. Sehr schön. Ich mache gerade mal wieder ein Video in mein Handy. Mhm. Ich muss das mal wieder auf Foto stellen. Hast du ein Video gemacht? Ich habe ein Video von dir gemacht, ja. Ich habe auch ein Video gemacht. So viele Videos. Ja. Sehr gut. Toll. Sehr schön. Haben wir jetzt ein schönes Foto? Ihr habt ein zauberhaftes Foto. Das finde ich gut, das finde ich wichtig. Das einmal abnehmen? Ja, das nehme ich. Sehr gut. Du kannst dir auch Make-up aussuchen, wenn du dich mal ein bisschen glitzern ja. Schminken möchtest. Hier in der Schüssel das? Ja. Da unten oder hier oben mit Nagellacke noch. Ach, ja, stimmt. Mhm. Ja, wir haben hier alles aufgefahren. Ich bin richtig, richtig beeindruckt. Und am Ende können sie natürlich dieses fantastische Einhorn-Erlebnis bewerten. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Es gibt übrigens hier auch noch was zu essen. Man kann sich hier noch ein Unicorn Frappuccino. Ui. Und man kann sich hier eine eigene Tasse bemalen lassen mit Einhörnern und wir können dann noch Namen mit draufschreiben und so. Was ist los bei euch? Hier ist volles Programm. Das ist die Einhorn-Experience. Die sind vegan. Yay! Außer es sind andere Sachen draufgeklebt. Und der Frappuccino nicht? Der Frappuccino ist mit Milch. Okay, gut. Dann esse ich auf jeden Fall so einen Cupcake und ich würde... Du hast auch schon dein Getränk mitgebracht, ne? Ich habe schon ein Getränk mitgebracht. Sehr gut. Soll ich den gleich kosten? Wenn du möchtest, gerne. Dann kann ich gleich mal eine Geschmacksprobe machen. Und dann würde ich sagen, kann Kati noch eine Tasse bemalen. Möchtest du dir vielleicht einen Einhorn-Namen ausdenken? Oder soll ich vielleicht deinen Namen draufschreiben? Meinen Namen. Mhm. Möchtest du die direkt oder soll ich noch ein anderes für dich malen? Ich nehme die direkt. Ja. Da ist auf der Rückseite noch dieses blaue. Das finde ich in Ordnung. Ja. Du kannst da Danja Twinkle draufschreiben. Mhm. Das ist mein Einhorn-Name. Mhm. Ich nehme das lila, das passt gut. Ja. Ach ja, stimmt. Hier in unserer Einhorn-Sticker-Abteilung. Den Einhorn-Name. Das nehme ich mit. Schreibt man so, ne? Twinkle. Einhorn, Danja Twinkle. Fast. Twinkle mit dem L vor dem E. Ah. Man kann das noch wegwischen. Ja, das finde ich wunderbar. Ja, die müssen wir für dich noch brennen. Okay, genau. Dann warte ich dann. Aber wir wissen, die ist jetzt für dich hier reserviert. Ja, also. Habt ihr irgendwie so eine Skala, die ihr gerne hättet? Einfach 1 bis 10? Ja, 1 bis 10 ist okay. Ja. Also ich muss wirklich sagen, das ist für mich heute schon... 1 bis 10 Glitzereinhörner kannst du vergeben. Genau, 1 bis 10 Glitzereinhörner. Das sind 10 Glitzereinhörner heute. Oh, schön. Weil hier ist alles, es ist so richtig schön, hier gibt so alles. Man kann was kaufen, man kann ein Foto machen, man kann sich eine Tasse bemalen lassen, man kann sich Sticker... Es gibt alles heute. Ich empfehle euch weiter. Perfekt. Geld gibt's von mir heute wie immer nicht, aber... Wir sind heute gar nicht davon ausgegangen, dass jemand. Nee, das geht heute auf uns aus. Wir machen das auf Einhorn. Das ist das elfte Glitzer-Einhorn über der also, üblichen Skala. Also, wir bekommen 11 von 10 Glitzer-Einhörnern. Das ist ein Glitzer-Einhorn von mir. Ich bin beeindruckt, Leute. Ich finde es ganz toll. Perfekt. Ich schreibe auf die Tasse. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Das lief ja echt gut. Das lief richtig gut. Unsere erste Kundin. Ich glaube, das gibt richtig viel Werbung. Ja. So, ich habe hier schon den nächsten Kunden reingeholt. Hallo. Hallo. Sieht aus, als ob du aus dem DIY-Studio kommst. Ja, er hat kurz da gewartet. Also, herzlich willkommen in unserem Unicorn Candy Store. Ich erkläre dir mal kurz, man kann sich hier fotografieren lassen mit einem Einhorn. Das ist eine Fotobox. Das ist cool. Und man kann sich hier verschiedene Süßigkeiten, Bastelmaterialien und Make-up aussuchen. Kathi würde dich auch schminken. Genau, wenn du möchtest, schminke ich dich auch. Geht das Video aber eine Stunde lang. Genau, dann haben wir hinten alle möglichen Sticker. Man kann sich hier eine Tasse bemalen lassen mit Einhörnern. Ja, nehme ich auch schon. Nee, ich will ihn gar nicht, das René. Also nicht, dass ich ihn deswegen nicht möchte, aber ich bin einfach Du kannst hier Kuchen und Unicorn-Frappuccinos trinken. Ja, ich hätte gerne ein Unicorn-Frappuccino. Okay, dann nehme ich mal die Kamera. Ich glaube, da ist Eva so ein bisschen die Expertin. Ja. Ich werde ein Unicorn-Frappuccino. Ich hatte schon mal einen, ich möchte noch einen. Mhm. Starbucks-Video gab es auch schon mal einen. Man kann in deinem Leben haben. Zeig mal hier, was Eva hier macht. Also als erstes braucht man dafür blauen Zuckerguss. Den muss man hier so reinmachen. Cool. Schön drauf verteilen. Ja. Vielleicht leiht Eva dir ja mal den Hut. Oh ja, ich kann den Hut leihen. Aber ich habe schon einen Hut auf. Blauen oder rosa? Ich werde ihn nicht absetzen. Blauen oder rosa Glitzer? Beides. Beides, okay. Hallo? Wenn du dir jetzt noch deine Kapuze aufsetzt, und dann guckt da nur so dieses Einhorn vorne raus. Zeig mal hier. Geglitzert. Oh, das ist aber wirklich schön. Das ist Silberglitzer. Warum sieht denn das blau aus da drauf? Ich fühle mich betrogen. Ich fühle mich betrogen vom Glitzer. Betuppt. Hier ist er. Ah ja. Bekomme ich auch ein Cupcake? Sehr klar. Wie viel kostet das denn? Bedien dich einfach. Alles, eigentlich. Hast du Geld dabei? Ja. Oh, fantastisch. Ich wie viel Geld hast du dabei? Sie können uns nachher. So funktioniert das doch, nicht. Doch, das ist ein Erlebnis hier. Wir verkaufen das als Erlebnis. Ja, aber nicht Sie erst fragen, wie viel Geld ich habe und dann so, ja, so viel kostet das zufällig. Sie können nachher sagen, dass glaube es nicht. Wert ist. Das ist wie so ein Museum. Hier kann jeder geben, was er möchte. Richtig. So, das ist wie so ein Museum. So Spendenprinzip. Sie können, Spendenprinzip. Ja, das finde ich gut.
Gut, dann ab in die Fotobox. Ich mach mal hier die Tür vielleicht zu. Genau, einmal hinsetzen, damit das hier... Ach so. So, genau. Einfahren. Ein Schild. Brauch ich auch noch ein Schild dabei? Musst du, also... Nee, wenn du genug hast. Ja schon so viel eigentlich, ne? Aber ja, wenn du das noch schaffst, du willst ja auch noch das Einhorn. Ach so, du hast ja ein Einhorn auf dem Kopf. Du hast noch ein Cappuccino. Das wird ein schönes Foto. Das wird das beste Foto. Wir können ja noch einen Fotowettbewerb machen und wer gewinnt, bekommt noch ein extra Einhorn. Das kann in die Kommentare geschrieben werden, welches Einhorn-Selfie hier am besten ist. Zauberhaft. Sehr gut. So, wir würden uns jetzt freuen, wenn du uns wenn noch... Nein. Keine Sorge. Lecker. Das freut mich. Also, uns eine Punktezahl von ein Glitzer-Einhorn bis 10 Glitzer-Einhörner geben würden. Für das Erlebnis in unserem Candy-Store. Ich gebe 10. Also hier gibt es so viel zu erleben. Schön. Das ist, das ist leider die schlechteste Bewertung, die wir bisher bekommen haben. 10 ist die schlechteste? Ja, 10 von 10 ist das schlechteste. Okay, bisher schlecht. Aber wir freuen uns trotzdem, danke. Wir haben bisher 11 Glitzer-Einhörner bekommen. Ja. Hätte ich wieder nicht an die Regel. Wir haben ihr gesagt, das ist umsonst. Und hat sie gesagt, da gibt es noch eins extra. Was ist umsonst? Alles ist umsonst. Das ist nämlich jetzt die Überraschung für dich. Du brauchst heute nichts bezahlen. Ich guck trotzdem mal in mein Geldbörsle. Ich habe auch nur 10-Euro-Scheine. Achso, das ist wirklich nicht mehr. Ja, komm, hier. Oh. Für den Aufwand hier. Oh. Sehr gut. Vielen Dank. Möchtest du deinen Hut wieder haben? Dein Einhornhut? Ich finde, er steht, Felix steht so gut. Man kann ihm nicht den Hut von dem Kopf nehmen. Dann sag ich dir die Tür auf. Glaube ich, muss ich auch schon wieder. Yes? Ja. Vielen Dank für den Besuch. Bitte empfehlen Sie uns weiter. Vielen Dank für alles. War super. Tschüss. Wir haben sogar schon 10 Euro verdient. Unsere Kunden sind so begeistert. Mhm. So gut wurde der noch nie bewertet. Mhm. Das ist hier einfach, also man merkt es ja auch einfach, es glitzert alles. Das ist das volle Programm. Genau, es ist so, es gibt so viel zu erleben. Mal gucken, ob noch ein Kunde kommt. Oh, ja, da geht die Tür auf. Hallo. Hi. Claudio. Ich habe gehört, es gibt einen neuen Laden hier in der Gegend. Oh, cool. Was ist das? Ein magischen Laden. Unser magischer Einhorn-Experience-Laden. Ah, okay. Magisch passt gut. Würdest du mich nicht ein bisschen rumführen? Ich führe dich gerne rum. Wir haben hier als erstes unsere Selfie-Ecke. Oh, cool. Beziehungsweise unsere Foto-Ecke. Da können Sie so Fotos mit Einhörnern machen. Wir haben hier unsere Süßigkeiten-Ecke. Ja. Wir haben auch fantastische XXL-Einhorn-Lollis. Ja. Sie können zum Beispiel diese fantastische Einhorn-Maske tragen. Ja. Auf dieser Seite haben wir dann die Einhorn- Cupcakes und wir können auch ein Einhorn. Was? Oh, die sehen aber echt gut aus. Dankeschön. Das freut mich sehr. Und lass mich raten: Die Einhorn-Ladeninhaberin sind Sie und Sie sind die Vertreterin. Andersrum. Du hast den Laden hier ins Leben gerufen? Ja. Ich hätte gedacht, dass es Eva wäre. Also Eva hat mich voll und ganz unterstützt, aber wir hatten gemeinsam die Idee und ich habe das heute Morgen angefangen, das aufzubauen. Hey, cool. Zum Beispiel hat sich die Danja schon eine Danja Twinkle-Tasse bemalen lassen. Und ich sehe schon, hier ist Geld. Also wir haben schon Geld verdient. Das wieder mit Geld, ne? Sticker. Kann man sich auch eine Stickertüte zusammenstellen. Was haben Sie denn hinter dem Rücken? Ich habe etwas hinter dem Rücken. Ihr wisst ja so, mit Geld, da sind René und ich nicht so. Deswegen habe ich mir was ausgedacht. Und zwar will ich kein Geld zahlen, sondern ich habe die magische Wunderlampe dabei und ich darf mir 3 Wünsche wünschen. Ah, okay. Das ist eine Idee. Ja, dann, ja. Ich finde das absolut in Ordnung heute. Das passt einfach hier zum Thema. Ja. Ich wünsche mir auf jeden Fall eine gebastelte Tasse von Kathi. Okay, sehr gut, ja. Dann würde ich gerne ein Selfie machen. Mhm, auch okay. Und warte, jetzt bin ich gesprochen. Ich will unbedingt so ein Cupcake. Was möchtest du als erstes? Du machst als erstes die Tasse. Okay, so? Deine, ja, immer das mal. Welche Farbe? Pink habt ihr nicht, oder? Nee, pink ist leider nicht dabei. Gut, dann nehme ich blau. Ich nehme einfach das ganze Ding hier mit einfach. Nein. Oh Mann. Nein. Typisch Claudio mal wieder, ne? Sehr schön. Also ich merke, Sie können das sehr gut. Klautastisch. Ja, Galaxy Claudio. Klautastisches Einhorn vielleicht? Ja, das ist eine gute Idee. Und ich merke schon, sehr kreativ, also ich bin nur positiv überrascht. Und wer hat die Cupcakes gemacht? Ich habe sie gemacht. Du hast ein klautastisches Einhorn. Oh, das muss noch hier trocknen und gebrannt werden. Wir stellen das dazu, genau. Und Cupcake kann ich mir nehmen, oder? Selbstverständlich. Hast du schon ein Foto gemacht? Nee, ich mache jetzt ein Foto. Ja. Es gibt auch einen Fotowettbewerb. Ja, gibt es? Können... Okay, Moment, da muss ich gewinnen. Zauberhaft. Wirklich schön geworden. Ja, richtig zeigst du mal gerade. Ja, bitte. Ist das in Ordnung, so wenn wir das auch mit veröffentlichen für den Wettbewerb? Absolut. Ja. Vielen Dank, ich bin nur positiv überrascht. Wir würden gerne noch, dass du Punkte von einem Glitzer-Einhorn bis 10 Glitzer-Einhorn-Hörnern vergibst. Wie es dir so gefallen hat, das Erlebnis? Ernsthaft? Das fragt ihr mich noch? Ja. Ja, 10 natürlich. Also es war, es war wirklich toll. Hey. Ja, toll. Was haben die anderen denn gegeben? Auch 10. Ja, und 11. Absolut. 11 sogar. Ich würde sogar 20 geben, das ist doch super toll, der Laden. Ja. Ja. Vielen Dank und ich nehme meine magische Wunderlampe mit. Ja. Das Glas kriege ich immer wieder, oder? Ja, ja, klar. Schicken wir dir. Ja, Klasse, ja, Tom. Hat mir gefallen, danke. Vielen Dank. Ciao, ciao. Was hältst du davon, wenn wir auch ein Foto machen? Ja, auf jeden Fall. Für unseren Wettbewerb. Mhm. So, Eva holt gerade noch einen Kunden rein. Ja.
Und es ist... Hallo! Aha, aha, du hast wohl den draußen gefunden. Felix getroffen. Felix! Der hat das einfach dahin gelegt. Ja, herzlich willkommen in unserem Unicorn Candy Store. Ja, danke schön. Also danke für die Einladung. Oder? Etwas, was dich sehr freuen wird, du musst heute hier nichts bezahlen. Wie? Ja. Sie müssen es nur bewerten. Das ist einfach ein Erlebnispark. Ich muss nichts bezahlen. Ja. Also sonst habe ich hier natürlich immer echtes Geld ausgegeben. Aber jetzt, dabei habe ich noch ein extra was mitgebracht, womit ich bezahlen kann. Ach so, ja dann. Das wird die Überraschung sein. Das aber wird die Überraschung. Mal gucken, wie es Ihnen gefällt. Okay, wir können ja erstmal zeigen, was es hier so gibt. Man kann sich hier fotografieren. Okay. Dann gibt es hier die Süßigkeitenabteilung. Genau, super. Ja. Da kann man sich Tüten zusammenstellen. Das hat tatsächlich noch niemand getan. Okay. Ja, dann bin ich mal der Erste. Tschüss. Nein. Wir haben hier eine Zange und wir haben hier Tüten. Das ist wie ein Kiosk. Ja, okay, dann mache ich mir gleich eine Tüte zusammen. Ja. Was gibt's noch? Dann gibt's hier Schminke. Wir machen noch komplettes Make-up mit Glitzer und Lippen und so. Ja, bei der Schminke bin ich jetzt vielleicht nicht die Hauptzielgruppe. Und unsere Food-Abteilung. Oh, es die gibt sehen auch Cupcakes. Aus. Und wir haben eine Mini-Starbucks-Ecke. Unicorn-Frappuccinos. Und es gibt auch eine Tassenbemalabteilung. Genau, hier wurden schon zwei Tassen bemalt. Einmal Klautastisches Einhorn und dann ja Twinkle. Kannst jetzt mal raten, wem die gehört. Lass mich kurz überlegen. Beide. Kahn und Donny. Die sind natürlich auch cool. Okay, also ich würde sagen, ich nehme davon auf jeden Fall einen. Ja, nimm die dann einfach. Nehme ich, dankeschön. Dann nehme ich noch ein Unicorn-Frappuccino und ich würde dann noch ein Unicorn-Selfie machen. Mit dem Selfie ist so, da gibt es auch noch einen Fotowettbewerb. Die Fotos können unsere Zuschauer dann hinterher bewerten, wer das coolste Foto gemacht hat. Also an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Einmal bitte alle für René abstimmen. Hm. Wer macht denn überhaupt mit bei dem Wettbewerb? Also Claudio, Danja und Eva und ich bisher. Hohe Konkurrenz. Ach, und Felix. Felix. Also eigentlich alle. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass du sagst, so ja, was machst du sonst gerade? Ups. Was ist passiert? Es ist etwas passiert. Oh. Was ist hier passiert? René? Das lag da einfach nur drauf. Wildgeil gestikuliert. Ich hab so gestikuliert, aber ich dachte, das klebt eigentlich zusammen. Ja gut, lass es am besten da einfach liegen, ich werde das schon gleich wegmachen. Okay. Kannst dir einen neuen nehmen. Auf den passe ich jetzt auf jeden Fall. Ich würde sagen, es war nicht Renés Schuld. Würde ich auch sagen. Wow, du hast es in einem anderen Glas. Ich hatte nicht mehr genug von dem Erdbeershake tatsächlich. Oh. Deswegen gibt es das einmal in einer nicht verraten. In einer sehr fancy Variante. Du kannst dir da auch gerne noch so ein paar Accessoires aussuchen. Du kannst auch noch irgendwas, was du hier im Regal siehst, mit reinnehmen oder so. Ja. Hat Felix die auch getragen? Ja. Ja. Weil dann muss ich mir ja was Eigenes überlegen, damit wir da auch Wettbewerb haben. Sehr einfach. Ja gut. Kann man machen. Also, stimmt alle für mich ab, bitte. Also, da kann ich eigentlich nur 10 Glitzer einhören. Yay! Cool. Volle Punktzahl bisher und zweimal 11 und einmal 20. Wobei, ich weiß gleich nochmal rein, trinke hier raus einen Schluck. Dann muss ich nochmal gucken, ob die 10 gerechtfertigt sind, aber ich glaube erstmal schon. Ich glaube schon. Bisher war das Feedback sehr gut. Und jetzt kommen wir natürlich zum Teil, wo ich... Nicht in den Cupcake treten. Jetzt kommen wir natürlich zum Teil, wo ich bezahle. Ich habe kein Geld dabei, sondern was viel Besseres, nämlich... Zwei Tiny Hands für euch. Okay. Ein Tiny Hand für dich, Eva. Dankeschön. Ein Tiny Hand für dich, Kathi. Gern geschehen. Wir können einschlagen. Yeah. Man merkt, ihr freut euch. Ja, wir freuen uns sehr. Ja, ich freue mich auch. Guten Appetit. Dankeschön. Ciao. Danke für den Besuch. Ja, Eva, es ist heute extrem gut gelaufen. Extrem erfolgreich. Ich bin zwar ein bisschen sauer, dass René mein Studio hier beschmutzt hat mit Cupcake, aber das werden wir schon wieder sauber kriegen. Wir haben sogar 10 Euro eingenommen. Mhm. Ich glaube, das war noch nie, also so viel haben wir noch nie eingenommen. Am besten sollten wir immer sagen, ihr müsst nichts bezahlen. Richtig, gebt, was ihr möchtet. Und ich glaube, es ist halt so gut angekommen, dass es so abwechslungsreich war, ne? Ja, ich glaube, das war wirklich so das Erfolgsgeheimnis. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was war euer Highlight? Was hättet ihr hier auf jeden Fall gemacht in unserem Einhornladen? Ja. Und die Fotos seht ihr natürlich alle bei uns auch nochmal in der Instagram-Story. Und ihr könnt natürlich hier unten in die Kommentare reinschreiben, welches Foto hat euch persönlich am besten gefallen. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich habe noch meine kleine Tiny Hand in der Hand. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Ideen habt, was für Geschäfte wir auch machen könnten. Ich glaube, das absolute Highlight war jetzt unser Einhorn-Laden bisher. Also für mich waren eigentlich die Süßigkeiten das Highlight. Naja. Bis dann. Tschüss.